Wisst ihr, was ihn eingeschläfert hat? Eure Malzbeeinstellung. Auf jeden Fall. Hi, hi, Chat. Willkommen, willkommen. Wir spielen Super Mario Sunshine und zwar haben Johnny und ich uns, wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das machen können. Die Sache ist folgende Situation. Johnny ist aktuell dabei, dass er sehr viel für verschiedene Klausuren lernen muss. Manchmal macht er das sogar. Und gerade war er fertig damit. Der hat heute viel geschafft. Hat er den Emote fertig bekommen, für den ich ihn bezahlt habe? Nein. Aber das ist ja, nicht das Thema. Ich habe ihn schon gefragt, ob er mich im Voraus bezahlt, und er hat es gemacht. Ja, er hat gesagt, hey, den Emote kann ich heute fertig machen, weil du mich im Voraus bezahlst. Und 2 Minuten später habe ich ihm geschrieben, Geld ist überwiesen. Hey, ich habe nicht gesagt, dass du den heute blockiert. Bekommst. Dann hat er mich blockiert. Auf jeden Fall. Ich habe ihn wirklich blockiert. Auf jeden Fall, dass du erstens Scam-Artist. Ich bin abgehauen. Auf jeden Fall hat Johnny gesagt, hey, ich bin heute früher mit Lernen und sowas fertig. Das bedeutet, wir könnten theoretisch irgendwas streamen. Unser erster Plan war, dass wir Rayman Legends spielen wollten. Aber dann dachte ich mir, ich weiß nicht, es wäre ganz nett und sowas, aber es fällt doch bestimmt was Besseres ein. Die Idee, auf die wir gekommen sind, ist, dass wir Sunshine spielen. Und mit dem Wunder des Programmes Parsec konnte ich Johnny direkt zu mir rüberwarpen. Wir werden später noch eine Runde zum Normal gehen, ganz offensichtlich. Alter, hier bin ich. Er ist da, der echte Johnny. Oh, Moment. Ich muss hier noch. So. Ich lege meine Hand auf dein Knie. Dankeschön. Auf jeden Fall, das bedeutet, wir werden Super Mario Sunshine spielen und nach jedem Schein, den wir bekommen, nach jedem Mal, wenn wir sterben, die Controller switchen. Das heißt, mal spiele ich und mal spielt Johnny. Ist für jeden was dabei. Und wir haben von Schwarz wieder. Vielen lieben Dank. Warte, gleich sagt Hans was. Alter, wie kann man das Tageswort ändern? Keine Ahnung, schlag was. Johnny, geh lernen, sonst endest du wie Folli. Ich bin Hans. Könntest du das hören? Ich werde nicht wie Fully enden. Ich habe das Abi seit 4 Jahren in der Tasche. Tageswort kann man ändern, indem du was Besseres vorschlägst. Wir werden nach jedem Schein, den wir einsammeln, noch jedes Mal, wenn jemand stirbt, wenn wir die Controller switchen. Was ganz interessant werden könnte, denn ich muss das Ganze einfach nur so hinbekommen, dass Johnny die Bullshit-Missionen machen muss. Das ist im Großen und Ganzen meine Aufgabe. Die Bullshit-Missionen. Tageswort plus perfekt. Was? Nein, das kenne ich nicht. Blubber gab gelab. Blubber labber dab dab. Pickle Rick. Hey, das Wort des Tages ist Schmerbulog. Das ergibt gar keinen Sinn. Nee, das hast du gut erkannt. Mir fällt kein Wort des Tages ein, für Verzeihung. Mir fällt doch was ein. Das ist ja nachher noch vor der Facecam. Yes. Es wird übrigens ziemlich spannend, man kann den Anfang nämlich nicht skippen, deswegen wäre es sinnvoll gewesen, für den Stream das vorzubereiten? Ja. Habe ich es gemacht? Nein. If you would, cross over to the shore and find some assistance. Oh oh, die Kamera dreht sich nicht so, wie sie es sollte. Oh nein. Waha! Okay. Wahoo! Okay, Charles Okay, Charles Martin, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ich glaube, du wirst dich mehr benötigt an der Stelle. Ich denke, wir haben jemanden neuen, der das sehr viel besser kann. Yippie! Das ist nicht gut. Aua, 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 aua. Aus irgendeinem Grund ist es sehr übersteuert. Das liegt an meinem Mikrofon. Ich bin immer zu nah dran. Du bist Mikrofonesser. Ja, ich bin so wie Ricky, ich fresse aber die Pop-Schutz. Ich wollte gerade sagen, Ricky hat das immer gerne gemacht. Der hat sich dann immer mit der Nase am Pop-Up-Schutz abgestützt. Ja, ich fresse den immer auf. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu nah. In meinem Pop-Schutz hängen bestimmt Olivenstücke drin. Oliven sind nicht gut. Man hat immer einen Snack für zwischendurch. Übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich anmerken, ich finde es sehr schade, dass der Super Mario Sunshine Multiplayer irgendwie nicht sonderlich gut spielbar ist. Doch, war er doch. Ja, nein, es gab so viel, was man nicht wirklich. Ich fand das so spaßig und du so, ja, das war nicht so gut. Und ich so, hä? Es war unterhaltsam, es gab so viele Missionen, die damit nicht richtig funktioniert haben. Wieso? Welche? Die Kamera war komisch, schauen. Ich hab keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Oh, ich habe wieder die Discord-Probleme, dass ich dich nicht höre. Wir können auf Teamspeak gehen, wenn du es willst. Ja, klar sitzen wir nebeneinander. Die Game Grumps haben auch jeder ein eigenes Mikrofon. Ihr Amateure. Es gehört, wir können auch auf Teamspeak gehen, wenn
Bei Discord bei dir wieder Probleme macht. Ja. Kennt Fucking TeamSpeak. das, wenn ihr auf der TeamSpeak redet? Das ist seltsam. Oldschool Shit. Willkommen im Jahr Connected. 2010. Da. Channel switched. Ich habe den Channel geswitcht und dann habe ich aufgelegt. Hoffe, es soll dazu switcht. Sonst haben wir ein Problem. Außerdem, von Lorde Tobi von Tobi, so switchen. Wie viel ihm Dank? Nein, wir wollen die Erklärung nicht nochmal hören. Wie viel ihm Dank? So, jetzt noch die Frage: Wird Johnny dazu joinen? Ich glaube, ich werde mir an der Stelle einfach mal die Freiheit nehmen, das Tutorial zu beenden, falls das erlaubt ist. Nee, ich glaube, er kommt nicht mehr wieder. Weil mein guter Stream so lange gedauert hat. Jetzt sind beide in Teamspeak, wenn ihr versteht. Mods, kann man bitte jemand Clay für die nächsten 8 Stunden timeouten? Nein, wisst ihr was? Macht 24. Nein, wisst ihr was? Vereint eure Kräfte und macht 800 draus. 800 Stunden. Dann kann ihr überlegen, was er gerade gesagt hat und dann wiederkommen. Okay, Johnny, was jetzt? Stirbt dein Laptop gerade? Alles in Ordnung. Hat das Spiel bei dir auch geleckt oder war das nur bei mir? Oh, ich habe keine Teamspeak-Geräusche. Ah, deswegen, das war seltsam. Das sollte alles geklappt haben, denke ich. Wir werden sehen, wie das Ganze läuft. Hallo? Hallo. Okay. Ich glaube, du bist jetzt leise, als du davor warst. Wir sind gut vorbereitet für den Stream-Chat. Ja, mein Gott, das kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Wir sind halt wirklich nicht gut vorbereitet. Ich weiß immer noch nicht, ob das Spiel für mich überhaupt spielbar ist. Das wird schon. Wir haben den Lag nicht ausgetestet. Wir haben das Spiel aber schon damit gespielt, sondern wir den Super Monster Rancher Multiplayer gespielt. Ja, aber damit hat es nicht gelaggt. Leckt es jetzt? Ja. Was? Warum leckt das bei dir? Na, wobei, jetzt gerade nicht, nur manchmal. Ah, okay, wir werden sehen, wie sich das Ganze, das alles ergibt. Und der geht mit dem Stängel. Ganz im Witz. Gib Johnny ein Küsschen. Ich werde tun, was ich kann. Hey, Johnny. Ja. Das war mir zu Das warst du ASMR, doch. ehrlich gesagt. Das stimmt. Und wie steht jetzt so entscheiden, dass man das Intro anscheinend nicht skippen Du kann? hast genau auf das Haar aus meinem Leberfleck geknutscht. Oh, das war mir zu grafisch, die Vorstellung daran. Ja. Ich Das war das, was ich versucht habe zu erreichen. meine, ich hab mein Beileid mit Leuten, die gewisse Leberflecke im Gesicht haben, an denen Haare wachsen. Ist halt wirklich eine unschöne Sache. Das habe ich wirklich, tatsächlich. Ach. Aber Hast ich du mache die Leber, halt hast du weg. eine Muttermalrasierer? Ja. Du musst sie nur wegkratzen. Ich reiß die aus. So riesig sind die Muttermale nicht. Das ist vielleicht ein Haar oder so. Ich glaube, er ist ein zweiter Johnny, der in deinem Gesicht wächst. Warum ist das überhaupt so? Es ist echt voll eklig. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich bin sicher nicht der Einzige. Außer von Brawl. Subscription. Wie vielen Dank. Wie vielen Dank. Zumindest sieht man die Haare nicht. Die sind blond. Also ich habe ja immer noch irgendwie über meiner Ist mehr so wie Augenbraue Gänsehaut. an meiner Stirn, oben links, da wächst ein einzelnes Haar. Wenn ich aus irgendeinem Grund, ich glaube, das ist ein Kopfhaar, das einfach so sehr viel zu weit nach unten gerutscht ist. Und so auf meiner Stirn habe ich ein einziges Haar und das wird wirklich lang mit der Zeit. Habe ich es inzwischen noch oder? Ich weiß gar nicht, aber ich habe da so ein Haar und das wird immer länger. Das rupfe ich auch immer aus. Dazu kann ich sagen, mein Leberfleckhaar klingt eklig, aber das wird nicht mal einen Zentimeter lang. Also es ist einfach so ein Millimeter oder so. Es zählt nicht wirklich. Ja, bei mir, das kann wirklich sehr lang werden. Das heißt, wie ist mir überhaupt erst aufgefallen? Du kannst ja einen Lockenwickler reinmachen. Und dann hast du ein so ein gezwirbeltes Haar vorne. Direkt am Auge, das klingt mir nach einer guten Idee. Was soll da schief gehen? Das wird bestimmt nicht reinpieksen. Und von John X TV, Resubscription. Wie vielen Dank, wie vielen Dank. Ich kenne also, ich muss ein Haar, das deplatziert auf der Stirn hängt, abreißen. Ja, es ist seltsam. Ich glaube, muss man Ernsthaft, auch. es gibt noch mehr Leute? Ich denke schon. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel ein Haar haben, welches eine komplett falsche Farbe hat.
Wir sind alle Freaks. Da hat man dann, die Leute, die haben dann so ein random rotes Haar einfach drin, man denkt sich so, oh, das ist ja schön, aber im Hinterkopf denkt man sich, okay, wenn jetzt irgendwie, wenn ich einem schwarzen Kater über den Weg laufe und anschließend die Ernte verdörrt, dann weiß ich, wie ich die Schuld dafür geben werde. Ja. Verdammter Ingwer. Ich habe eine Pigmentstörung mit silbernen Haaren. Das Wort, das du suchst, ist grau. Meine Mama sagt, es ist Silber. Diese verdammten silbernen Füchse, die sich da irgendwie besonders machen wollen. Oh Gott, die Kamera ist seltsam zu drehen. So, wir bringen nämlich den Anfang erstmal hinter uns. Wie ist das Bild soweit für dich, Johnny? Das ist ziemlich super tatsächlich. Sieht fast so aus, als würde es bei mir laufen. Also machst du auf Emulator. Es ist ein bisschen so, als würde ich den Stream in HD gucken. Ich habe halt weniger Frames als du. Okay. Aber ziemlich gute Auflösung. Okay, sehr schön. Ja, das klingt doch ziemlich akzeptabel. Ich habe auch schon graue Brusthaare. Ja. Barthaare. Achso, ich dachte. Oder Brusthaare, ich meine, wenn jemand vorwirft. Graue ich Barthaare. Bin jemand. Ich habe nicht besonders viel Bart, ich habe auch sonst nicht besonders viel Körperbehaarung, in den wichtigen Stellen natürlich schon. Aus irgendeinem Grund habe ich auf den Schultern ein paar Haare. Auf den Schultern? Ja, nicht auf dem Rücken. Und die Schultern. Sind auch, die kann man halt auch kaum sehen, ich weiß das nur, weil ich das halt manchmal spüre. So Babyflaum an den Schultern? Ja, so ein bisschen. Ich bin Baby, ich bin Baby. Spielt ihr etwa auf dem Emulator? Nein. Ich spiele auf der Wii U. Entschuldigung. Ich glaube, es heißt Straußnator. Das ist auch ein Laufvogel. Der war ziemlich gut. Der war ziemlich lustig. Wie lange geht das Intro noch? Das wird gleich vorbei sein im Idealfall. Wer will eigentlich die erste Mission machen, Johnny? Alter, wollen wir auf die ersten Missionen scheißen und jetzt erstmal so ein paar andere machen? Ups, das ist der falsche Knopf. Das ist sehr laggy, wenn man das Menü öffnet. Das machen wir nicht. Ja, das ist aber normal. Das ist im Originalspiel auch so. Echt? Ich glaube schon. Ich meine, da war was. Es ist hier sehr viel effektiver, wenn du ihn direkt ansprayst. Ja, das kann ich aber nicht, weil so wie der Controller belegt ist. Doch, kannst du. Nein, das war die Sache, die du wolltest, dass wir sie umändern. Und jetzt kann ich das nicht mehr machen. Natürlich! Benutze einen anderen Knopf! Ja, aber das ist jetzt auch Z gleichzeitig! Nein, das wollte ich eben verhindern, dass das so ist. Das hast du aber nicht hinbekommen. Du bist ein Vollidiot. Nein, du wolltest, dass es geändert wird. Hast du deswegen jetzt Z gedrückt? Ja. Wir sind gut vorbereitet. Können wir das nochmal ändern, bitte? Ja, warte, lass mich ihn noch erst erwischen. Das bekommen wir noch hin. Du hast kein Wasser mehr. Ich weiß, ich gehe kurz mein Wasser auffüllen. Hey Moggy, du hast kein Wasser mehr. Ich finde, wir sollten uns jetzt wie so ein Ehepaar die ganze Zeit anschreien, was der andere falsch macht. Ich werde nicht nach dem Weg fragen! Du willst nie nach dem Weg fragen! Was? Du hast nur dein dickes Ego! Was mit den Kindern? Die werden in der Schule wieder geärgert. Hab ich recht, Kinder? Darum geht's nicht. Es geht um dich und mich. Es geht immer nur um dich. Es geht immer nur um mich. Das hast du gut erkannt. Alter, bleib mal bei Peach. Guck dir das an. Was? Können wir uns einfach dazulegen? Mario hat einen sehr großen Kopf. Ich meine, wo ist das scheiß Problem? Er sollte jetzt einfach hier bleiben. Der Prinzessin geht's gut. Nein, wir müssen erst den Täter stellen. Alter, der Täter ist an den Tatort zurückgekehrt. Das machen die Dreckschweine immer. In einer Beziehung gibt es kein Ich oder Du, es gibt nur ein Wir. Das ist wahr. Das ist ziemlich deep. Okay, wir machen die erste Mission. Dann nimm dir das gefälligst auch mal zu Herzen. Ne, das mache ich. Von Mr. Avocado Man, Resubscription. Mit seinem verantwortungsvoller Vater, Monkey, danke schön. Ich will die erste Mission machen. Okay. Dann können wir auch gleich die Steuerung anpassen. Dann lass mich die Steuerung mal eben anpassen. Ich meine, sie hat funktioniert, bevor du dachtest, du musst wohl irgendwas ändern. Ja, ich dachte mir, vielleicht ist das ein bisschen bescheuert. Das, was ich gemacht habe, ist gar nicht das Problem. Nein, tatsächlich, wenn man beides auf die gleiche Taste setzt, funktioniert das mit funktioniert der Controller tatsächlich analog. Ach so, ja, dann ist ja gut. So, Moment, dann wollte ich den Controller umswitchen. Das müssen wir leider jedes Mal machen, aber das ist okay. Okay, du bist dran, Johnny. Da kriegst du schon Routine drin. Die Frage ist doch natürlich, die Frage ist machen. Jetzt... Ich kann nichts machen. Warum kannst du nichts machen? Warte, vielleicht jetzt? Ich kann auch nichts machen. Warte, stopp. Jetzt kannst du was machen.
Das, war ich das? Ja, ich habe alle möglichen machen. Tasten gedrückt. Musst du A drücken? Ja, das bin ich. er weiß noch nicht, wo. Ach so. Den Knopf sollst du nicht drücken. Lass mich jetzt erstmal. Okay, gut. Oh, scheiße. Er hat zum ersten Mal einen GameCube-Controller in der Hand. Hey, wie kommt das hin, okay? Ich muss das erstmal ein bisschen austesten, okay? Ja, mach das. Kein Zwang an. Okay. Sind wir gemeinsam auf der Couch? Ja. Johnny hat ja nur noch einen Controller in der Hand. Das ist übrigens auch so eine Sache, die mir mal aufgefallen ist, als ich mal mit meinem. Na toll, siehst du das? Das mache ich nicht. Ja, wir können auch die Empfindlichkeit umändern. Das ist kein Problem. Ist ja eine moderne Konsole, der GameCube. Nein. Ich will den Radius verringern, oder? Ich weiß leider nicht, wie das funktioniert. Alter, ich kann spielen, während du das machst. Geht's jetzt? Nein. Warte, der Schwellwert. Der muss geändert werden. Wir bekommen das hin, Chat, okay? Man macht mir keine. Die Schwelle. Gleich stürzen wir uns in den Spaß. Jetzt läuft er doch nicht mehr. Yeah. Hey, wir haben es geschafft. Gute Neuigkeiten. Hör auf damit. Genau, auf jeden Fall eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich mal mit meinem PS4-Wunder-Controller auf der Couch lag. Dachte ich mir, das ist eigentlich schon, das muss für alte Leute, nicht wie ich. Ich bin einer von den coolen jungen Kids. Für alte Leute. Leute, die älter sind als ich, muss das stimmen wie ein seltsames Konzept sein, so diesen Controller in der Hand zu haben. Das ist keine natürliche Sache. Das ist ein technisches Gerät, bei das wir verschiedene komplexe Eingaben tätigen. Das ist quasi die Zukunft. Ich verwechsel immer noch ein paar Tasten, aber es sollte funktionieren. Das bekommst du hin. Außerdem. Fucking fuck. Von Luxus. Resubscription. Danke für alles, Smoky. Ich danke dir. Die Kamera ist übrigens genauso eingestellt, wie ich das haben will. Oh mein Gott, ich hasse es, wie die Kamera eingestellt ist. Ich drücke immer in die falsche Richtung zuerst. Ups. Ich kann es nicht leiden. Ich glaube, das, was ich hier gerade vorhabe, wird nicht funktionieren. Der ist viel zu weit weg. Tageswort-Schwellwert, das kann ich akzeptieren. Warum musst du den Trigger jedes Mal machen? Weil man kannst doch einfach. Oh, du hast. Ach, man kann ihn auch einfach so machen. Muss ja gar nicht da komplett nach oben hüpfen. Nee. Weißt du, ich wundere, der hat gerade. Oh, das heißt, ich muss die erste Mission machen. Das ist clever, Herr Amazonas. Dankeschön. Ich wollte die erste machen. Dankeschön, Herr auf Gaming. Was ist denn mit meinem C-Stick los? Da kann man die Stelle da auch noch umändern? Ja, ich glaube schon. Die Kamera baut Scheiße. Natürlich ist die Kamera schuld. Wer sollte sonst schuld sein? Hast du das nicht gesehen, wie sie um die Mühle herumzwirbelt? Okay, und in welcher Hinsicht? Wie? Was sollen wir daran ändern? Das Keine Ahnung, die Schwelle. Niedriger? Du sagst, die Kamera ist komischer. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ach so, ja, die Kamera bewegt sich von alleine, meinte ich. Ja, dann sollte es jetzt wieder passen. Ah, sehr gut. Ja, jetzt ist alles fantastisch. Wohl eher Claybär. Nein. Können wir Clay bitte bannen? Das war die Scheiße. Ich meine, das war ich heute schon zum zweiten Mal. Ja, jemand sagt, oh, ich wäre gerade fast in die Mühle reingefallen. Ja, du machst ja irgendwelche fancy coolen Pseudo-Speedrunner. Ja, aber Threads. Das funktioniert nicht, weil. Ja, alles. Nicht? Ich hab Delay. Das ist die älteste Ausrede im Buch der Videospiele. Ja, ich kann ja auch gerne mein Dolphin starten und ich meine natürlich Wii U. Und dann machst du Parsec. Wollen wir mal sehen, wer hier die Ausreden erfindet? Ich. Irgendwann entmodde ich mich und dann bannen mich alle gleichzeitig. Das wird eine gute Zeit. Okay, du willst direkt Mutant Tyranna machen. Du willst halt wirklich wissen aktuell. Warum sollte ich sonst hier sein? Ich weiß nicht. Die Aussicht zu genießen, das Ambiente. Ja, das habe ich schon oft gemacht. Wir sind hier nicht irgendwo, wir sind hier in dem Urlaubsspiel. Wann hast du zuletzt Urlaub in Mario Sunshine gemacht? Wann haben wir zuletzt gespielt? Im April Monaten. Oder so, ja. Ja, dann war das ungefähr. Krass. Wobei ich immer noch, das ist eine Sache, die ich glaube ich irgendwann mal machen sollte, wenn es regnet, dann ich einfach hinsetze und eine Runde Mario Sunshine spielen. Ich meine das so, ich weiß nicht, manchmal. Das ist so eine die Haupt-Sunshine-Situation, mit der ich das verbinde. Ich erinnere mich noch. Das ist scheiße. Als ich jetzt damals gespielt habe und dann
Ja, ihr habt es an einem Tag mal gespielt. Ich habe im Fenster geschaut, es hat geregnet. Und ich war hier drin, habe Sunshine gespielt. Ich dachte mir, ja, das ist eine gute Welt. Ich will das Haus gar nicht verlassen. Hier drin ist es besser. Und seht euch an, was aus mir geworden ist. Das kommt mir bekannt vor, tatsächlich. Weißt du, Sunshine war es wirklich. Es war ein wundervoller Moment. Ich weiß nicht warum, es war ein kleiner Moment, aber manchmal sind sie kleine Dinge. Ich will A, B, X und Y gerne tauschen. Ich bin ja komplett verwirrt. Ja, dann bin ich verwirrt, wenn wir das tauschen. Immer wenn ich ranzoomen will, wechsle ich die Düse. Ja, aber dann bin ich verwirrt. Ja. Irgendjemand ist immer der Verlierer bei dem Ganzen. Außerdem von Kryomas 98. Subscription. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe mich schon dran gewöhnt. War das letzte Mal nicht in der Cheat Show? Oh, das ist ein guter Punkt. Kann man das erst richtig spielen gelten lassen? Aber ja, da war es zuletzt. Chicho ist Arbeit, kein Urlaub. Mhm. Das ist wirklich. Ich mag es übrigens, wie du in der Ego-Perspektive bist und zwischen Schwebedüse und der anderen Düse hin und her switcht. Das sind beeindruckende Strats. Die sieht man nicht jeden Tag. Was habe ich denn gerade gesagt? Ich will nur sagen, die sieht man nicht jeden Tag, dass jemand, der den Ego-Switch macht. Okay, mehr will ich nicht sagen. Will ich sagen, es ist eine gute Sache? Nein. Ich sage, es ist eine schlechte Sache? Nein. Okay, jetzt passt auf, dass... Oh mein Gott. Danke, ich verbeuge mich. Oh mein Gott, okay, wisst ihr was? Johnny erzählt was vom Delay. Ich glaube, das Einzige, was hier Delay hatte, waren seine Skills. Und langsam kommen sie ins Rollen. Ja, ich habe gegen Sunshine in Volo verloren, aber auch nur, weil er den Gelato-Skip, den ich im First Try gemacht habe, nicht zugelassen hat. Ha! Ich musste A drücken. Ich hätte fast... Das stimmt gar nicht, das ist B... Ach nee, das ist A. Ich bin verwirrt. Weil du nie einen vernünftigen Controller in der Hand hast, Boy. Ja. Okay, dann lass mal den Mogli was. Oh, die Kamera, ich hasse sie, die ist seltsam. Mogli steuert jetzt übrigens. Jetzt zeige ich euch mal, wie ein richtiger Mann das spielt, okay? Pass auf. Zeig uns den Gelato-Skip. Alter, ich werde ihn euch zeigen, okay? Wir gehen hier rauf, dann hüpfen wir hier oh weiter. Oh Gott. Ich glaube, ich versuche den Gelato-Skip nachher wirklich mal. Alter, der Johnny, wisst ihr, was wir dann machen werden, Chat? Wisst ihr, was wir dann machen? Bei Johnny bekommt ihr die prüden, langweiligen Missionen, die für die... Es ist quasi eure Mutter, okay? Sie legt Wert auf die Pflichten und es ist wahrscheinlich besser für euch eure Zukunft. Aber bei Papa Mogli, sage ich euch. Hast du schon wieder die Milch draußen stehen lassen? Nein, es gibt keine Milch. Die muss gekühlt sein. Nein, bei mir gibt es die spaßigen Missionen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe mir sagen lassen, die Mission, die wir hier machen, es gibt keinen Grund, sie zu machen. Es bringt nichts. Es wird uns nicht helfen, das Spiel durchzuspielen. Es bringt uns absolut im Endeffekt gar nichts. Aber wisst ihr, was es uns bringt? Das Gefühl, es getan zu haben. Ich mach dir eine Internetsperre rein. Nein, bitte nicht, Mutter. Ich hasse diese Mission, aber ich liebe sie. Bist du schon wieder mit deinen Internetfreunden unterwegs? Nein, bin ich wirklich nicht. Die verlassen das Haus auch nicht. Oh Gott, nein! Wie kann man so scheiße sein? Ich bin jetzt übrigens laut unseren Regeln dran. Wer dich wagt, der nicht gewinnt, okay? Wärst du ganz normal gesprungen, wäre das nicht passiert. Du hast irgendwie Angst bekommen. Und ich wollte zeigen, dass ich Nerven wie Drahtseile habe. Du bist nicht mal richtig gesprungen. Bei Papa Mogli möchtest du uns nicht anschneiden. Exakt. Whee! Siehst du? Oh, du bist so toll, Johnny. Das ist so gute Arbeit, die du hier machst. Deswegen mag ich mich ja auch. Oh, Fallschaden. Oh. Oh, das wirst du noch in ein paar Jahren bereuen, wenn du... Das war keine punktgenaue Landung. Mein Knie knirscht auch schon beim Treppensteigen. Das ist nicht besonders angenehm. Tut's wirklich? Ja, tut's tatsächlich. Mein linkes. Ich weiß nicht warum. Dein Körper zerfällt in erstaunlich schneller Geschwindigkeit. Weißt du das? Mein rechtes ist quietschfidel. Und damit meine ich nicht, dass es quietscht. Quietschfidel ist unser Wort des Tages. Quietschfidel! Quietschfidel ist ein Klassiker. Außer von der Digger Steven, Resubscription. Vielen Dank. Jetzt können wir endlich in Ruhe schlafen. Was mache ich jetzt für die coole Mission? Ist hier was? Zu welcher Kategorie zählen blaue Münzen? Zu den uncoolsten Missionen der ganzen Welt vielleicht? Nein. Mario, hast du dich an den Dreckweg 0817 gewöhnt? Er wird dich drücken von X zu einem Schwebegerät. Ich mache jetzt den Johnny. Tod sieht, wenn er spricht, sieht er aus. Halt die Schnauze. Das erinnert mich an die Parodie, die Julius mal auf mich gemacht hat. Das erheitert mich. Was mache ich denn jetzt schön? Ich habe auch mal eine ziemlich gute Parodie von dir gemacht. Und zwar hat man in Rayman 2 im Hintergrund Möwen gehört und ich habe gesagt, ich mag den Soundtrack hier gerade nicht so.
Was? Weil du hast immer dann den Soundtrack von Rayman 2 kritisiert, wenn es eigentlich nur Ambiente war. Ah ja, darüber hast du gemeckert. Ja. Ich erinnere mich. Und dann hat man Möwen gehört und dann habe ich gesagt, ich mag den Soundtrack hier gerade nicht. Das Geheimnis ist der Hügelhöhle. War eine Parodie auf dich, okay? Dann verzichte ich doch ganz gerne darauf. Schau ich den Boy an. Das ist meine Aufgabe. Ich werde nicht wie Johnny sein und einfach gegen die Regeln spielen. Nein. Manchmal muss man als pflichtbewusster Vater auch sich einfach die Regeln halten. Schau dich die Möwen an. Sind so langsam. Warum sind die so langsam? Du fragst mich nie, wie mein Tag war. Warum sind die Möwen so langsam? Sind die immer so langsam? Jetzt störst du dich tatsächlich an den Möwen. Ich finde, meine Parodie auf dich war ziemlich gut. Entschuldige mal. Magst du Möwen? Nicht sonderlich. Mich erinnern sie an Heimat. Mich nicht. Mich erinnern sie an daran, Und kotzende Seemänner. Du wurdest, während du gelaufen bist, auch schon mal von Kacke erfasst. Was bitte? Du wurdest, als du irgendwo entlang gelaufen bist, auch schon mal von Kacke erfasst. Ist das ja tatsächlich. Oh mein Gott, ich hasse Möwen. Es waren Möwen. Wusste ich's doch. Jetzt kommen wir langsam der Wahrheit näher. Das war mir so ist das widerlich. Tatsächlich auch mal passiert. Ich hatte ja mal. Ich glaube, es war ein Vogel. Ich weiß nicht, es könnte vieles gewesen sein. Vielleicht war es auch einfach nur ein sehr freudiger junger Mann. Ich weiß nicht. Auf einmal hatte ich da eine Flüssigkeit an der Schulter. Ich weiß nicht, woher sie kam. Oh nein. Ich hatte bisher Glück in der Hinsicht. Ja, es war gefrorenes Flugzeug. Blaue Eiswürfel. Ja. Fucking Mö. Ich hab mich verschluckt. Johnny wurde vor nicht allzu langer Zeit mal ziemlich stark von der Möwe erwischt, müsst ihr wissen. Ja, ich musste eine Stunde nach Hause fahren und konnte erst dann duschen. Oh nein! Ich konnte nicht mal sehen, wie schlimm es ist, weil ich mich nicht getraut habe, da reinzufassen. Oh nein! Und du musst doch die Stunde unterwegs sein. Ja, es war eingetrocknet. Oh, das ist nicht schön. Im Endeffekt war es aber so, dass ich zu Hause war und gedacht habe, wo ist es? Also kann es nicht so viel gewesen sein. Aber ich wurde ganz sicher angeschissen, weil ich hatte es an der Hand und so. Ich war mal damals auf dem Rückweg, auf dem Nachhauseweg von der Schule, dann stand ich an der Ampel. Das Widerliche an der Sache war, bevor du deine Story erzählst, dass es irgendwie nicht so typisch Vogelscheiße-mäßig silberweiß flüssig war, sondern irgendwie so stückig mit Zeug drin. Das ist richtiger Eintopf. Ja, schottischer Eintopf und das ohne weißes Zeug. Was, Smoggy, macht? Ich geh die blaue Münze holen, Chat. Alter Mogi, was tun sie? Das ist 100% Run. Auf jeden Fall meine Geschichte. Ist das denn ernst? Was war das jetzt für eine Scheiße? Ich wollte das Spiel ein bisschen spielen. Bevor Johnny wieder dran ist. Stimmt. Ja. Das kann man ihm nicht verübeln. Johnny spielt immer sehr lang das Spiel. Manchmal habe ich das Gefühl, er kennt mich gar nicht mehr. Oh weißt nein. Du was? Die nächste Mission darfst du auch spielen. Oh mein Gott, weil die nächste Mission scheiße wird. Du kannst sie dir ja aussuchen. Oh mein Gott, okay, das wird ein Fest, sieht sowas Gutes aus, auf jeden Fall. Ich war mal auf dem Nachhauseweg von der Schule. Das ist so, als wenn du an der Jukebox stehst mit einem Penny. Das wird ein Fest, ich suche was Gutes aus. Ich suche was Gutes aus. Vertrau mir, wenn ich an der Jukebox stehe, für Unterhaltung ist gesorgt. Auf jeden Fall, ich war mal auf dem Nachhauseweg von der Schule, okay? Bevor du die Story erzählst. Nein, Spaß, erzähl. Also, es hat geregnet und ich stand an der Ampel und habe gewartet, bis die Ampel grün wird, wie es ein pflichtbewusster Deutscher so tut, okay? Und da war auch da hat sich so eine Pfütze angesammelt, okay? Keine große Überraschung an der. Das ist die falsche Hast Seite. Hast du damit jetzt jemanden direkt angesprochen? Nein. Okay. Aber hat sich eine Pfütze gebildet, keine große Überraschung an der Stelle, weil das ist eine Sache, die passiert, okay? Und da sind dann welche mit einem Auto vorbeigefahren und sie sind mit so viel Absicht einfach durch die Pfütze gefahren. Und ich wurde von der riesigen Wasserfontäne erwischt. Wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Sie haben aus dem Fenster geschaut und gelacht. Und ich dachte mir, oh mein Gott, würdet ihr bitte sterben? Oh mein Gott, das ist... Ihr seid so comichafte Superhelden. Aus heutiger Sicht bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Versager waren und auch wahrscheinlich immer noch sind. Das erheitert mich ein bisschen, aber... Fuck, seid ihr gestorben? Ich will nicht sagen, dass Leute den Tod verdient haben. Aber wenn ihr durch eine Pfütze fahrt, einen Jungen damit nass macht, der dann komplett durch das nach Hause gehen muss... Vielleicht sein Handy kaputt gegangen ist und euch dann daran erfreut. Vielleicht wäre die Gesellschaft, ihr solltet sterben. Hat dich danach dein Babysitter angeschrien und dann hast du deine Zauberfische aus dem Glas geholt. Zauberfische wurden ins Klo runtergespült. Dann sah sie aus wie ich. Das ist so tragisch.
Mogi, das wird nix. Das wird was. Ja, aber warum? Warum nicht? Warum von hier hinten? Hallo, ich bin hier drüben. Ich bin da hinten in Sicherheit, siehst du? Ja. Und von Fischer Genius, Resubscription, wie nehmen dein, wie nehmen dein. Du hättest die Strats machen können, dass du die Cutscene triggerst, während du schon ins nächste Level gehst. Das wäre bestimmt einiges möglich gewesen. Du auf warst jeden Fall, kurz davor. Auf jeden Fall, weil das ist halt, die mal passiert ist und ich vor allem aus heutiger Sicht, damals war ich ziemlich eingepisst deswegen. Wieso sah ich auch aus? Das heutige Sicht muss ich sagen, oh mein Gott, was ist denn, was waren das für Leute? Warum sollte man das machen? Ich bin mal nach Hause gegangen, es fing schon an dunkel zu werden, ich war 14, das heißt, ich war nicht besonders 15. selbstbewusst auf dem Nachhauseweg. 14. Also ich war 14 und dann hat ein Auto neben mir gehalten und ein Typ, den ich noch nie gesehen habe, rausgeguckt und gesagt, sollen wir dich mitnehmen? Und ich dachte so, was zum Fick? Oh ja, gerne, bitte. Und ich meinte dann so, nee, danke, alles gut. Und wurde ein bisschen schneller. Und dann ist die hintere Tür aufgegangen und eine Freundin von meiner Schwester rausgeguckt und meinte so, Johnny, ich bin's. Und ich so, ach so, oh shit. Ich hatte keine Ahnung. Und sie meinte dann auch so, ja, es war nicht die beste Idee, jemanden das fragen zu lassen, der dich nicht kennt. Das war dann halt ein Freund von ihr, den ich nicht kannte. Oh Gott. Dann haben sie mich mitgenommen zu mir nach Hause. Schreckliche Dinge sind trotzdem passiert. Meistens sind es Freunde der Familie, die etwas derartiges tun, was? Ja, das mag sein. Ich war trotzdem 14 und sie war... Heiß. Nice. Das ist alles, was ich wissen wollte. Das ist auch alles, was ich damals wissen musste. Natürlich steige ich ein. Worauf warte ich noch? Oh, möchtest du mal mein Hausaufgabenheft sehen? Ich habe nie ein Hausaufgabenheft geführt. Ich sollte. Ich wollte gerade sagen, ich sollte das auch, aber ich habe es auch nie gemacht. Also ich habe vielleicht dreimal was reingeschrieben. Oh mein Gott. Fucking Mario, nimm den Shit-Tag in die Hand. Wieso sollte Morgi sich eigentlich diese Mission aussuchen, wenn ich ihm einen Freifick gebe? Wir haben noch nicht so viele andere frei. Ja, das ist wahr. Alter, das Geheimnis der Hügelhöhle willst du nicht machen? Nein. Ich hasse die dreckweglosen Missionen. Ich liebe die dreckweglosen Missionen. Umso besser. Na, ich will ja, das gute Problem dabei ist, ich habe Delay. Die sind für mich ziemlich unmöglich, glaube ich. Nee, das bekommst du hin. Oh mein Gott, was du nicht hinbekommst, ist das hier. Wir bekommen das hin, jetzt viel Heilung. Nein, wir haben es nicht geschafft. Du hast es so gut wie geschafft. Jetzt muss ich das gleiche nochmal machen. Du hast es so gut wie geschafft. Fuck, ich wollte zu dem Hausaufgabenheft noch irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Das war übrigens die perfekte Strat, die beiden Dinger platt zu machen. Yes! Genau in dem Moment, wenn man getroffen wird, hat man gewonnen. Das ist immer so, ja. Verzieh dich mit deiner Umweltverschmutzung, du ekliger Tentakel. Umweltverschmutzer wie du sind hier nicht willkommen. Oder ich erinnere mich daran, dass Johnny und ich haben vor kurzem ein paar Simpsons-Folgen geschaut. Und eine davon, die wir gesehen haben, war die mit dem vielen Müll. Und der Homer hat da den Müll rausgebracht, den sie ewig gestapelt haben. Und wisst ihr, was ihm passiert ist? Ihm ist Müllwasser in die Schuhe gelaufen. Das hat mich daran erinnert, dass es wahrscheinlich keine widerlichere Flüssigkeit auf der Welt gibt als Müllwasser. Weißt du, was meine Lieblingsstelle an der Folge war? Als Marge davon erzählt, dass die alte Frau im Müllhaufen sie schon wieder angegraben hat. Sie erzählt eine ganz andere Version der Geschichte. Sie erzählt eine ganz andere Version der Geschichte. Du bist dran. Oh, Alter, der Morgi ist schnell in sowas. Will ich da nochmal rein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hausaufgaben wurden nur gemacht, wenn es drauf eine Note gab. Oh mein Gott, damals in der, ich glaube, der dritten Klasse oder so war es. Ich musste ja öfter nachsitzen, weil ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Dem Punkt sollte man sich denken, warum machst du es nicht einfach? Ich habe noch nie nachgesessen. Wenn es das als Strafe für Hausaufgaben gegeben hätte, hätte ich sie immer gemacht. Verdammte Scheiße. Ich habe dann auch damit angefangen. Ich wurde dazu gedrängt. Das war nicht meine Wahl. Ich wurde nicht gefragt. Ich wurde einfach... Ich wurde in die Situation reingedrängt. Gute Arbeit, Johnny. Nachsitzen gibt's in Deutschland? Was? Natürlich gibt's Nachsitzen in Deutschland. Bei uns gab's Deutschland. Alter, was ist denn mit der Kamera? Keine Ahnung, was du gerade machst. Du darfst sie nicht ändern, während du auf dem Teil bist. Das ist nicht das Problem gewesen.
Ich bin übrigens dran. Ja, leider. Ja, warte, die Empfindlichkeit ist sowieso ein bisschen seltsam. Erinnerst du dich, was ich dir vorhin auf Discord geschrieben habe bezüglich unserem Vorhaben? Ja, was war das? Bezüglich den Bloopern. Nein. Siehst du, die Kamera ist das Problem. Ach, du steuerst doch. Oh. Nee. Doch, du steuerst. Hä? Änder das. Was ändert das? Warum ist das immer noch ich so? Ich hab die Schwelle jetzt wieder geändert, das Minimum. Der Controller ist fucking seltsam, weißt du das? Es ist ein Xbox 360 Controller. Ja, wie gesagt. Controller ist fucking seltsam. So, jetzt sollte es wieder gehen. Das bist du. Du musst doch spielen. Achso, ja. Shit. Aber ich kann ja schon mal in die Mission gehen, wenn du das willst. Nein, das will ich aber nicht. Ist doch sehr bevorzugt, wenn du nicht einfach... Oh mein Gott, hör bloß auf. Was hab ich gerade gesagt? Was hab ich gerade gesagt? Ich finde, der andere darf die Missionen für den nächsten aufnehmen. Nein. Ja. Die ja, tausend das Möglichkeiten mir. Erhoben sich vor Omogis innerem Auge. Ein GameCube 360 Controller, genau der. Genau der. Ja. Yeah. Also pass auf, bei Discord hatte ich geschrieben, dass ich bei den Bloopern sterben werde. Oh ja, ja, ich dachte, du meinst aber den... Stimmt, ich dachte, du meinst da den Bosskampf. Meine ich? Ich meine die Blooper-Safari-Dinger. Ich hasse die blaue Münzen, rote Münzen-Mission. Und wie es aussieht, hasse ich alles daran. Pass auf, ich zeige euch was. Nein, wenn man es richtigen Timing, während man in der Loading-Zone ist, kann man sich noch umbringen. Wenn man das verstehe ich nicht. Wie auch immer. So, wir müssen die Scheiße hinbekommen. Ich hasse diese Mission übrigens. Alter, ich nicht. Ich liebe es eigentlich, aber... Wir haben ja gesehen, wie es mit den Loopern bei mir abgelaufen ist. Du hast die Kamera diesen, bewegt. Ich fand diesen Ort immer... Ja, aber nicht absichtlich. Natürlich nicht. Ich mache auch nicht mit Absicht Fehler. Das stimmt. Ich fand diesen Ort immer ziemlich interessant. Ah, ich wollte gerade sagen, das, was mir in der Mission am wenigsten gefällt, ist dieser seltsame Ort hier. Ja. Ist ziemlich uncool. Ist er auch. Also ich mit interessant meinte ich halt, der hat was Besonderes. Es wird sein, dass er ein Idiot ist. Ja, er hat halt irgendwie, man hat keine Ahnung, wo man hier ist. Ja, man ist halt man ist halt umgeben von dem riesigen Gemäuer. Ja, man ist unterm Hafen oder so. Ja, wahrscheinlich, aber ich mag die Mission nicht. Jemand hat in der Kanalisation ein Blooper-Safari-Rennen aufgebaut und verdient damit sein Geld. Das ist nicht okay. Nein, der verlangt kein Geld. Der macht von das Mario vielleicht nicht. Ich glaube ja eher, dass das eine illegale Blooper-Zucht ist für illegale Renn-Blooper. So ähnlich wie Hahnkämpfe, nur mit der Blooper-Rennen. Shit, warte, ja, genau. Such du die Mission noch aus, danach suche ich aus. Ich hab's jetzt vergessen. Du kannst ja sagen, welche ich machen soll. Keine Ahnung, such eine aus. Ich laufe jetzt erstmal zum Leuchtturm rüber und mache den Gelato-Skip. Okay. Das schaffe ich sowieso nicht. Johnny macht jetzt einen Skip. Verdammte Ich habe jeden Knopf gerade falsch benutzt. Ja, ist okay, du bekommst das hin. Oh mein Gott, ich bekomme es sowas von nicht hin. Ich mal so das war alles, was ich die ganze Zeit über machen wollte. Ich bin mal so edgy über die zum Nachsitz gegangen. Dann kamen immer mehr Strafen, aber ich fühlte mich cool. wenn ich die Möglichkeit hatte, habe ich mich auch immer davor gedrückt. Ich hatte halt echt keine Ahnung, dass es in Deutschland Nachsitzen gibt. Was, wirklich? Siehst du die Scheiße, die mit meiner Kamera passiert? Das liegt an meinem Controller. Ja, ich kann nochmal das mit dem C-Stick nochmal umändern. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was der Controller die ganze Zeit macht. Du bist gerade auf die falschen Einstellungen gegangen. Ich weiß. Da, vielleicht, man sieht's halt, das ist immer so ein bisschen daneben. Siehst du das? Ja, jetzt sollte es passen, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Lass mich testen. Ich habe keine Ahnung, was mit deinem Controller so seltsam ist. Ich glaube auch Dinge, nicht. Niemand skippt hier irgendwas. Niemand würde jemals irgendwas skippen. Nee, mein Controller ist halt echt merkwürdig. Das ist doch scheiße. Warum geht der Controller nicht? Du stehst übrigens gerade im Feuer. Warum? Ja,
Der Stick ist so ein bisschen... Als wenn ich die Schwelle erhöhen würde, das würde noch weniger bringen. Oh mein Gott, das macht alles noch schlimmer. Oh Gott, was mache ich hier? Ich versuche gerade, ohne dass ich was sehen kann, den Kampf zu schaffen. Moment, das ist... ich habe die Schwelle komplett falsch eingestellt. Nee, warte. Das ist also das Problem. Nee, was? Oh mein Gott, ich verstehe die Einstellungen nicht, Johnny. Ich doch, als ob ich sie irgendwie in irgendeiner Weise mehr verstehen würde. Das funktioniert jetzt. Ich bin von der Schwelle von 90 auf 20 gegangen. Mori, warum hast du alle Knöpfe falsch rumbelegt? Jetzt die Schultertaste. Oh, da unten ist es! Ich war bei den vollkommen falschen Dingens. Oh, cool. Ich war bei den D-Pad und Schultertasteneinstellungen. Deswegen hat es nichts geändert. Oh mein Gott, mach das bloß rückgängig. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum das so empfindlich ist, als ich Wasser schießen wollte. Okay, jetzt sollte es gehen. Ich bin so gut wie tot. Das ist okay, du machst das. Tatsächlich habe ich es geschafft. Oh mein Gott, du hast es wirklich geschafft. Ich habe nichts gesehen oder so gut wie nichts. Ich auch nicht, ich habe irgendwas herumgestellt. So geht's jetzt? Ja, ich glaube schon. Sehr schön. Seht ihr jetzt, Chat, wir haben es geschafft. Ihr dürft applaudieren und uns loben für die großartige Leistung. Pipitschier. Und jetzt macht den Skip. Ich mach den Skip, okay? Okay. Ich werde jetzt sowas von den Skip machen. So eine schöne Welt. Also optisch. Nein. Gameplay her nicht, zwangsweise 200%. Das war nicht Teil des Skips. Und da findest du Pep und meine Hausaufgaben? Oh mein Gott, das wird sowas von nicht funktionieren. Hey. Von Deutschland 99, geile Szene. Vielen Dank. Was machst du denn? Oh, du willst die Melone mitnehmen. Ich benutze immer die falsche Scheiße hier. Dann hast du schon ein bisschen Skip hinbekommen. Hans wird gleich was erzählen. Hey Johnny, Bills, Moggy, wirst du For Honor spielen? Wegen E3 Stream. Bitte? Hey Johnny. Was hat das mit mir zu tun? Er hat dich gegrüßt, damit das so angefangen hat. For Honor, ich hab's noch nicht gespielt bisher, aber ich soll es mir demnächst mal anschauen. Ja, ich hab's mir schon runtergeladen, direkt am gleichen Tag tatsächlich. 52 GB haben 17 Minuten zum Downloaden gebraucht, fürs Protokoll. Warte mal, stopp, wie funktioniert die Scheiße auf diesem Controller? L? Musst du L drücken? Aber. Aber das wird nichts. Natürlich wird's nichts. Ja, aber das ist noch nicht mal wirklich der Skip. Das ist nicht der schwere Teil. Ja, ich hab keine Ahnung, was du da machst. Ich muss mich gerade ausrichten. Oh mein Gott! Das ist so scheiß frustrierend, dass die Kamera bei mir irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich habe halt keine Ahnung, was mit deinem Controller schief läuft. Eigentlich sollte das keine Probleme machen. Ich kann die tote Zone noch weiter ausbreiten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das musst du mal beim Mainstick auch machen. Oh, ja, kann ich machen. Oh, das war das Problem. Ich war bei den falschen Einstellungen die ganze Zeit über. Dann sollte jetzt wieder alles funktionieren soweit. Ich hoffe. Ich hole mir mal eine neue Nuss. Okay. Was ist denn eure Lieblingsnuss, Chat? Ich würde sagen, ich für meinen Teil bin Fan der Ich meine, ich mag, was man aus der Haselnuss machen kann. Aber im Endeffekt würde ich sagen, so als an sich würde ich die Erdnuss bevorzugen. Komm schon. Ja, ich glaube, ich bin für die Erdnuss. Erdnuss? Erdnüsse sind keine richtigen Nüsse, okay? Ich bin wusste, einer dieser Personen. Dass irgendjemand Erdbeere sagen wird. Nein, weißt du noch, was ich dir davon Tetanus erzählt habe? Das ist völliger Blödsinn mit dem Erdbeer- und Nuss-Ding. Es ist eine Sammelfruchtnuss oder so. Ja, Erdbeeren sind keine tatsächlichen Nüsse, sondern irgendwie Schein. Es sind Scheinnüsse. Scheinnüsse oder das eine Nuss. Ja, oder Sammelnüsse oder ja, so. Ja, und die sowas. Einzig andere. Die ist davon noch jedes die Hagebutte. Das ist doch dumm. Das hat doch nichts mit Nüssen zu tun. Oh mein Gott, kennst du den klassischen Hagebuttenstreich? Jemand nimmt eine Hagebutte
Und dann, dann holte die Kerne raus, dann packte sie die ins Shirt rein und sagte so, das juckt jetzt. Ja, aber es juckt nicht, das ist fucking dämlich. Ja, hat das bei irgendjemand jemals funktioniert? Es juckt halt wirklich nicht, das stimmt. Ja, es ist fucking dämlich. Ich raste übrigens gleich aus, wenn das nicht funktioniert. Das wird auch nicht funktionieren, was denkst du? Aber das ist der einfache Teil. Das ist nicht der Teil, den man falsch machen kann. Ja, schon klar, es funktioniert trotzdem nicht. Okay. Oh Gott, das ist doch falsch. Ich hab keine Ahnung, was das überhaupt ist. Geh da rauf! Nein, die Kamera! Das ist nicht wahr! Es ist völlig ruiniert! Nein, nicht die Nuss! Ich mach das jetzt noch einmal und dann gebe ich auf, okay? Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht einfach eine normale Mission machen? Mann, der Gelato-Skip ist so cool. Ja, aber ich kann ihn. Der Controller funktioniert nicht richtig. Ich kann ihn nicht mal vorbereiten. Der Controller funktioniert. Mhm. Das ist fucking Parsec. Natürlich funktioniert der Controller. Zwinker. Ey, Chat, habt ihr schon gehört, wie Johnnys Controller funktioniert? Das kann man nicht hören. Er gibt kein akustisches Signal von sich, nur weil er funktioniert, okay? Der GameCube-Controller gibt akustische Signale von sich, wenn er funktioniert. Der er Morgi. Macht Klick-Klack, Klick-Klack. Klick-Klack-Boom. Ich hasse es, dass du die Knöpfe komplett falsch rumbelegt hast. Nein, du hast die Knöpfe falsch rum. Alter, ich habe ihn mit der Kokosnuss genatzt. Er hat sich an der Kokosnuss überhoben. Daran war es genau sich versucht, ja. Aus. Es gibt ja irgend so einen Speedrun-Skip, der unglaublich schwer zu machen ist. Und es geht. Er ist scheiß schwer zu machen. Johnny ist der eine, der ihn nicht unglaublich schwer findet. Ich korrigiere. Doch, der ist schwer, aber es gibt natürlich Leute, die den genauso gut kennen wie alle anderen Speedrun-Tricks. Ja, schon klar. Alter! Oh, bist du bereit für die Gott. Scheiße? Ja! Es wird sowas von nicht funktionieren. Oh mein Gott, ich bin so bereit dafür. Oh, das war so knapp! Oh mein Gott, du kannst das wirklich? Ich versuch's nochmal. Ich hab's letztens gefirst-tried. Hey, scheiße gesehen, Chat. Ich bin überrascht, wie gut Super Mario Sunshine heute noch aussieht, vor allem zu anderen Spielen zur Zeit, wie zum Beispiel bei City. Gebe ich heute echt Power unter der Haube. Das ist nein, halt das wirklich ist so. Sunshine sieht scheiß gut aus. Sunshine sieht gut aus an sich, aber das ist gerade nicht das, wie das richtige Spiel aussieht, sondern... Oh, Mann! Und wir suchen weiter. Zeit. Ja, aber die das ist nicht wie das richtige Spiel aussieht, sondern wir haben simuliert. Deswegen sieht es ein gutes Stück noch besser aus, als es eigentlich ist. Also es hat viel höhere Auflösung jetzt, so wie wir es simuliert haben und sowas. Es ist nicht so, wie Miyamoto es intended hat. Du meinst, wie es nintended hat? Kann jemand Johnny bitte bannen? Hey, bann mal Johnny. Ha! So frustrierend. Wieso lässt er dich los? Verdammte Scheiße. Soll ich jetzt eine normale Mission machen? Mir egal. Chat, was soll er machen? Soll er es nochmal versuchen? Emuliert? Nein, das ist nicht emuliert. Soll er eine normale Mission versuchen oder soll er es weiter versuchen? Also die letzten Einstellungen, die wir beim Controller gemacht haben, scheinen funktioniert zu haben. Wollen wir Geschichte schreiben oder wollen wir Langweiler sein? Ja, wie? Was heißt ja? Nochmal? Weiter? Okay. letzte Kokosnuss, okay? Machen? Ja. Letzte Kokosnuss, das ist ein Plan. Das ist die letzte Riesenweintraube. Er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss, er hat die Für mich Kokosnuss. Waren das immer Riesenweintrauben. Weintrauben? Ja, ich sehe den das, Punkt, ja, für mich. Du, das sieht oh mein Gott, das ist eine riesige Weintraube. Ja, danke. Ich habe immer Lego-Männchen, ich hatte so ein Lego-Eisenbahn und habe da immer Sachen mit transportiert, wie zum Beispiel eine Ladung Weintrauben. Und dann habe ich ein... Oh, scheiße. Vielleicht funktioniert es noch. Nee. Nein. Und dann hatte ich einen, der hatte auch so eine ähnliche Mütze wie Mario. Und dann habe ich dem diese Weintraube in die Hand gegeben und gedacht, Alter, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das war Sunshine. Warum habe ich jetzt zweimal diesen scheiß Backflip gemacht? Ich kann es ja nicht sagen. Sag's mir, Moggy. Ja. Weil du scheiße bist. Fick dich. Siehst du? Oh nein! Bestätigt. Offiziell. Das ist Canon. Das funktioniert noch, okay? Okay.
Eine blaue Mütze! Nein, das lasse ich nicht zu. Nimm die blaue Münze jetzt mit. Das zählt nicht als letzte Kokosnuss, okay? Nimm die blaue Münze mit. Ich nehme die blaue Münze nicht mit. Nimm jetzt die blaue Münze mit. Ich boykottiere jegliche Art der Unterstützung von blauen Münzen, weil sie nicht im geringsten Einfluss auf irgendwas haben. Wenn ich auf diesem Strand sein werde, werde ich die blaue Münze holen. Du wirst nicht in Vergessenheit geraten, meine kleine Münze. Ich weiß Kleingeld zu schätzen, Chat. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das zählt nicht. Das zählt. Das ist jetzt die letzte Kokosnuss. Es war schon vor 3 Kokosnuss die letzte Kokosnuss. Nein. Ich hab kein Problem damit. Ich bin nicht abhängig. Ich könnte jederzeit aufhören, das zu versuchen. Leg die Kokosnuss weg. Das ist keine Kokosnuss, riesige Weintraube. Wenn du sie noch einmal so nennst. Oh shit, und von John X, 10 Bits, seht ihr? Das ist Kleingeld, das ich zu schätzen weiß. Dieser John X ist mir nicht geheuer. Vielen Dank. Die blaue Münze, schau doch, wie sie sich anstrahlt. Nimm doch. Nein! Warum ist das passiert? Nimm doch die blaue Münze, mit was Besseres bekommst du nicht mehr. Das ist ein Zehntel von dem Schein, stell's dir mal vor. Ich raste aus, wenn ich nicht einen Versuch mit dieser Kokosnuss wagen kann. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Leute, die blaue Münzen mag. Ich mag blaue Münzen auch. Ich mag nur nicht alle einzusammeln. Sie sind ganz nett, aber sie bringen halt nichts. Wenn ich damit irgendwas machen könnte, dann wäre es ganz cool, ja. Du bist nicht auf der Schwebedüse, okay. Okay, ich gebe auf. Okay. Nah genug. Ich meine, ich werde es nochmal versuchen, bis die Kokosnuss weg ist, aber... Ich gebe auf. Okay, ich werde es jetzt nochmal versuchen. Ich glaube nämlich, dass ich das R-Drücken nicht richtig timen kann mit dem Delay. Ich mache das viel zu spät. Ich muss es einfach eher machen. Ja, musst den Delay mit einberechnen. Okay, mache ich jetzt. Oh, das war zu früh. Noch ist sie da. Ja, er hat ein Problem. Ich habe noch ein paar Münzen übrig. Der einarmige Bandit hat noch nicht geschlossen. Eine ganze blaue Münze liegen lassen. Oh nein! Das 2D-Münzen. Ich nehm's zurück. Ich meine, von mir aus kannst du es nochmal versuchen, mir ist das egal. Alter, Mogi, du darfst jetzt jemanden, der davon abhängig ist, nicht einfach so... ihn das einfach so durchziehen lassen. Nein, das ist okay. Ich bin mitschuldig. Okay, du hast also auch Bock, das zu sehen. Ja. Ich will tatsächlich halt wirklich sehen, wie das mit dem Delay und mit der Methode, die wir ab hinbekommst. Und ihr macht dann keine treuen Gesichter-Chat. Dann bin ich aber wirklich der Gelato-Skip-König, wenn ich das über Parsec schaffe. Was ist euer Lieblingsgelato? Alter. Meins ist Pistazie. Aber nur bei dem Laden, der bei mir in der Nähe ist. Weil das der einzige ist, der Pistazie nicht nach Amaretto schmecken lässt. Pistazien, basic, bitch. Pistazien sind doch überhaupt nicht basic. Doch. Nicht das, was ich meine. Das schmeckt nämlich ein bisschen salzig. So zeig wie mir meine Tränen. Ach fuck! Zeig mir das Basic Gelato, was salzig ist. Gibt es nicht. Salzeis. So basic. Ich hätte gerne eine Packung Salzeis. Salz ist aber überhaupt nicht basisch. Oh. Chemiewitze, habe ich recht. Können wir John jetzt endlich bannen? Was zum Fick? Ich war nicht gerade. Ach Mann. Ach Mann! Wir wollen Mario Sunshine Speedrun. Johnny macht die Speedrun-Strats. Ja, ich meine, er war schon öfter näher dran, als er das sein sollte. Das ist sowas mit der Methode, die wir hier spielen. Warum war ich gerade nicht gerade? Und seit ihr braucht, hätte er die anderen 7 Scheins holen können. Ja, aber das ist nicht der Sinn des Ganzen. Wir müssen Geschichte schreiben. Außerdem stimmt das nicht. Die dauern echt lange. Alter Sandvogel. Wieso schaffe ich es nicht, das gerade zu machen? Ich bin wohl einfach nicht straight genug. Ich meine, wir dachten können uns wir Johnny schon bitte länger. Bannen? Das Amazonas wohl eher? Ja, wohl eher was? Okay, wer sagt, dass die Kokosnuss weg ist? Sie ist weg. Ja, sie ist weg. Wohl eher Jonas gebannt. Nur noch eine, okay. Das ist jetzt aber auf deine Verantwortung. Die letzte Kokosnuss. Ich wäre sonst jetzt zur Düne gelaufen.
Geschichte, langsamste Skip aller Zeiten. Nein, verdammte, das ist nicht der Scheiße, langsamste Skip ich verwechsel die Knöpfe schon wieder, siehst du das? Wie die ganze Zeit die Kamera ranzoomen. Die Trefer kacken öfter aber auch die Beste, das habe ich auch gesagt, aber deswegen, und direkt der nächste Nachricht hat ja Wortband Johnny geschrieben. Wie bitte? Er hat geschrieben, den Trick verkacken öfter auch die Beste und der nächsten Nachricht direkt Wortband Johnny. Zwei Zeilen drunter. Ich hasse euch. Hast du das gesehen, wie ich im Wasser gelaufen bin? Ja, das war ziemlich beeindruckend. Das war merkwürdig. Wenn ich das schaffe, haben wir den Clip des Todes. Er klippt sich da halt wirklich rein. Okay, wieso höre ich meine Tasteneingaben bei dir? Ich habe keine Ahnung. Stell keine Fragen. Akzeptier es einfach. Oh mein Gott! War das knapp? Es war scheiß knapp. Es war scheiß knapp, Chat. Bin bloß zu schnell. Ist Claire eigentlich noch da, weil... Ich glaube, der reißt sich gerade die Haare raus oder so. Nee, ich weiß nicht. Claire ist scheiße in Sunshine. Claire kann den Gelato-Skip wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht auch was anderes als der Skip. Oder ist der Stream dann aus? Der Stream ist Morgi aus. Hat gesagt, ein noch. Das ist nicht meine Verantwortung. Das war überhaupt nichts. Oh, ich wollte gerade sagen, es sah halbwegs knapp aus. Ich glaube, die Kokosnuss ist weg. Man macht die Mission. Ich hätte halt echt... Das wäre so cool, oder? Das wäre so scheiß cool. Es wäre ziemlich cool geworden, aber... Wie sich ja herausgestellt hat, wie mit allen coolen Speedrun-Skips, die wir auf diesem Channel hier zeigen, haben wir die Tradition fortgesetzt und Zeit verschwendet, aber tatsächlich nichts gezeigt am Ende des Tages, weil wir es nicht können. Ah, klassisch. Guter alter Mythos auf Streaming. Lass mich in Ruhe! Kann man hier Clips von anderen Streamern in den Chat posten? Nein. Weil dann könnten wir den Leuten zeigen, dass ich es drauf habe. Nee, ich glaube, das ist nicht erlaubt. Oh Gott. Versuch nicht zu sterben. Ich habe so krass viele Lags gerade. Bin ich gestorben? Ja. Ich sehe nix. Ich habe Schwarzbild. Du hast ein Blackscreen. Oh, ich habe Framedrops gerade. Du bist dran. Du hast keinen Versuch mehr. Oh oh. Oh oh. Liebt die Übertragung wieder soweit? Ja. War so ein kleines Tief. Ich habe halt nichts gesehen. Ich war direkt auf diesen Sandblöcken und dann hatte ich einen Frame die Sekunde. Okay. Ein Frame die Sekunde ist mehr als die meisten AAA-Spiele im Jahr 2015 hatten. Danke. Danke, dass du es nicht auf dieses Jahr beziehst. Sie haben gelernt, mit der Hardware umzugehen. Stimmt nämlich nicht. Fuck, Witcher 3, als ich das in ungepatchten Version auf der PS4 gespielt habe, es war unangenehm. Das Overlay war auch so seltsam. Die Schrift war überall viel zu winzig, weil man konnte nichts lesen. Es wurden viele Fehler gemacht. Alter, seht ihn euch an. Er springt über den Sand, als wäre es sein Zuhause. Ich wohne jetzt im Sand. Bist du sicher, dass du nicht aus Norddeutschland bist? Alter, ich nehme alles zurück. Das wäre das Coolste auf der Welt gewesen, wenn du es jetzt verkackst. Er verkackt es nicht. Oh oh. Oh mein Gott. Oh oh. Hey! Dankeschön. Hey! Und Schwenk Schwupp, zum Witz. Jonas Amazonas war eher Jonas Amateur. Nice. Das ist lustig, weil es wahr ist. Ich will euch mal sehen, wie den Gelato-Skip mit Delay machen wollt. Also ich würde auch gerne einen Gelato-Skip an den Tag legen. Gelato-Skip. Ach shit, Mission auch. Ja, egal, sucht einen aus. Du wirst gerade eben sowieso unrechtmäßig gekillt. Haben wir Framedrops? Wir sollten aber keine Framedrops haben, Chat. Ich habe eine Idee. Also X-Split sagt, dass alles geschmeidig ist. Ich versuche den Gelato-Skip. Seid euch sicher, dass ihr nicht einfach selbst Framedrops habt? Das haben wir heute noch nicht gemacht, oder? Soll ich dir mal den Gelato-Skip zeigen, Morgi? Gelato-Skip? Das klingt ziemlich interessant. Ja, oder? Ich wundere mich, was es damit auf sich hat. Mal sehen, ob ich es im First Try schaffe. Das wird ziemlich aufregend. Wieso kann ich das nicht wegmachen? Ach so, weil das erklärt der Typ mir gerade. Mhm.
Wenn man genug Gelatos isst, kann man sein Leben skippen. Hm. Deine Mutter könnte gefährlich sein. Wow. Das habe ich ihm gegeben. Wow. Wow. Außer von der Konrad und 1, Resubscription. Nur was Amazonas und Mori sind einfach das pure Comedy Gold. Danke für den epischen Gelato-Skip. Ey, bitte, bitte. Ja, ich kann jetzt das Kompliment nicht ganz annehmen, tatsächlich. Oh, die sehen so dumm aus. Sie haben den kürzesten Schnabel. Ich weiß nicht ganz warum. Ich bin gerade wirklich versucht, den Gelato-Skip nochmal zu machen. Oh, du willst ihn nicht nochmal machen? Ich dachte, du willst ihn nochmal machen. Ich will ihn auch gerne nochmal machen. Das war, das schiebe ich jetzt einfach mal auf mein dreidimensionales. Oh, schieb Manko. Doch alles auf deine Behinderung. Ja, so wie alle, die behindert sind. Okay, okay, okay. Das nehme ich zurück. Wie hast du den erwischt? Das wird ziemlich beeindruckend. Das ist eine gute Frage. Wieso sind die beiden Kokosnüsse jetzt da oben? Hey, hängen auf der Palme herum. Die sind doch behindert. Ich weiß nicht, wir sollten das Wort nicht so viel verwenden. Ich bin ein bisschen aggressiv heute. Ich merke schon, das ist schrecklich. Aber weißt Alter, du was? Der Typ ist nicht in seinem Stand. Jetzt funktioniert der Gelato-Skip bestimmt überhaupt nicht. Nein, es funktioniert der Gelato-Skip viel besser, vertrau mir. Ja, okay, stimmt, du hast ich recht. Ich weiß es einfach. Die Sache ist nämlich, es ist ein Geheimnis, wovon nicht viele wissen. Aber es gibt ein Sprichwort in der Szene. Wenn der Mann ist im Stand, dann ist der Gelato-Skip in der Hand. Gebannt. So wie Johnny. Kann jemand Johnny bannen? Okay. Das Ding ist, wenn er mich bannen würde, macht es nicht wirklich viel Unterschied. Ich würde immer noch hier im TS sitzen. Das stimmt leider. Und dann würde ich mir so denken, ach Mann, ich war gerade so gebannt. Denn es war spannend. Ich will sehen, dass Johnny es schafft. Ich will sehen, wie er zur Legende wird. Ich auch. Oh Mann. Aber ich glaube, es passiert nicht, weil er schlecht ist. Er hat nicht die Skills, die dafür notwendig. Er hat nicht den Schneid, den man benötigt. Ihr wisst ja, wie man sagt. Ich gehe mal hin und sage, hey Johnny, wo ist dein Schneid? Wo ist mein Schneid? Der verdammte Schneid. Mach du doch mal was, Morgi. Das ist auch eine Redewendung, die ich nur aus den Simpsons kenne oder so. Nein, das Wort Schneid, das gibt's. Ich weiß nicht, das kenne ich nicht nur aus den Simpsons. Ja, aber es ist so alt, dass ich es nicht... Oh! Oh! Oh mein Gott! Yes! Und ihr, wolltet nicht daran glauben, Chat! Ich bin so froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Also außer einmal. Du darfst noch einen Schein holen, Johnny. Der Johnny kann es noch. Du darfst noch einen Schein holen, wenn du es willst. Yeah! Yeah! Das Adrenalin! Oh, kann man hier Moment zu uns? Okay, bringen wir die Welt hinter uns. Ich bin eine gute Nudel. I'm bad. Alter, das gönne ich mir jetzt. Wir brauchen nie wieder in diese Welt zurückkehren, Moggy, nachdem ich das hier geschafft habe. Das ist ziemlich gut. Wir können den Sandvogel skippen, mein Freund. Ich mag den Sandvogel. Ja, wir werden es uns angucken, denke ich mal. Ich mag den Sandvogel nicht so sehr. Oh nein, warum kann ich nicht richtig... Ich habe ihn noch nicht einmal erwischt. Ja, ihn zu erwischen ist sowieso immer Bullshit. Der Clip heißt übrigens wie ein Gott in Caps Lock. Wir haben gerade über die Simpsons geredet, als es passiert ist. Wir reden immer über die Simpsons. Wo ist er hin? Das habe ich noch nie gesehen, dass er diese Route läuft. Wofür ist es eigentlich am nervigsten, Shut Mario zu erwischen? Ich finde in der Hafenwelt. Er ist jetzt wieder da hochgelaufen, der Schlingel. Ich finde in der Hafenwelt am schlimmsten. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der 2. Ich finde es hier halt auch echt nicht einfach. Ja. Aber Hafen ist doch so viel nerviger, wenn er auf die Träger unterwegs ist. Bienen. Ernsthaft, ich habe das noch nie gesehen, dass er hier wieder runter geht und wieder hoch. Das ist ja noch nie passiert. Ja. Guter alter Johnny. Ja, hier war er sonst immer. Der ist nicht davon, was machst du da? Doch, ist er. Nein, er ist wieder dahinter gelaufen. Oh. Ich dachte, er hätte einen Wandsprung gemacht. Au! Du schaffst das. Das habe ich schon mal etwas graziöser. Vergesst bitte nicht, dass er der Mann ist, der gerade eben den Skip hinbekommen hat. Ich habe den scheiß Gelato-Skip geschafft, ihr könnt mir gar nichts. Ja, ich weiß nicht, dass er es auf der einen Seite geschafft hat, auf der anderen Seite. Du sagst jetzt sehr stark dabei, den Mario zu erwischen. Hey, ich hab nur 15 Frames, okay? Ausreden.
Ausreden sind zwar Ausreden, das heißt aber nicht, dass es nicht stimmt. Das stimmt. Das ist also der Ausrede. Es gab bei uns tatsächlich eine Lehrerin, die hat immer gesagt, und wehe, ihr kommt mit irgendwelchen Ausreden, wenn ihr zu spät kommt. Und dann haben sich Leute entschuldigt und einfach nur erklärt, warum sie zu spät sind. Das sind Ausreden. Ja, aber was soll das denn bedeuten? Sag mal, seit wann läuft der da hoch? Immer schon. Ernsthaft? Das war doch Palmathorn, wo man da hier hoch muss. Nee, er kann da mitten drüber laufen, das heißt, warum gehst du nicht außen rum? Ist nicht mein Stil, okay. Ich sehe schon. Warum hat der Teufel seine Großmutter umgebracht? Sie hatte keine Ausreden mehr. Wir haben ja nicht Großmutter. Hä, wo ist er denn jetzt? Der links war ja gerade. Ernsthaft? Ja. Ich höre ihn. Du schaffst das? Ich schaff es nicht, sag mir einfach, wo er ist, okay? Rechts? Ich weiß doch auch nicht. Wieso weißt du es denn nicht? Ich habe ihn gerade eben nur kurz gesehen. Oh Gott, was ist passiert? Ich höre ihn doch. Da rechts ist er! Links! Er ist unter dem Holzdingens. Was für ein Holz? Rechts. Da unten! Da ist er! Dieser Haufen Scheiße! Komm jetzt her! Er ist weg. Verdammt! Wir haben ihn verloren. Wir haben ihn wieder verloren. Ich habe gleich kein Wasser mehr. Oh nein. Du spritzt über ihn. Siehst du das? Du hast ihn erwischt. Was? Das war jetzt aber auch Buggy. Das Spiel ist schuld. Das habe ich mir nicht nur eingebildet, dass ich jetzt im Endeffekt, dass er gar nicht mehr geblinkt hat. Ich weiß nicht. Er wurde nicht rosa. Das stimmt. Drück A. Du darfst die Mission für mich aussuchen, wenn du das willst. Nee, du kannst dir was gönnen. Ich schwebe jetzt auf Wolke 7. Okay. Ist das der Juni-Skip? Ja. Yeah. Ich meine, zuerst hast du ja echt gute Leistung gebracht, dann hast du alles wieder ruiniert. Halt die Schnauze, ich habe immer noch eine gute Leistung erbracht. Ja, aber es hat doch einen sehr faden Beigeschmack. Ähnlich so, als würdest du, okay, weißt du was? Ähnlich so, ähnlich, als würdest du dir eine gute Forelle holen. Nee, das ist mir jetzt... Und dann kackt dir jemand auf den Teller. Das ist mir jetzt zu viel. Hat einen sehr faden Beigeschmack. Nein, ich suche mir jetzt eine Mission für dich aus. Okay, das hast du dir verspielt. Mario Morgana am Strand. Ich bin kein Fan davon. Tu es. Zeig mir, dass du es besser kannst. Okay, dann zeig ich dir das. Wisst ihr, was das Problem an der Sache ist? Er wird es besser machen, weil das war echt scheiße. Nicht unbedingt. Hey Morgi, wie wär's, wenn du den Gelato-Skip versuchst? Das war sogar mein Plan tatsächlich. Alter, wenn du das gleich machst und schaffen würdest, ne? Das war's mit dem Festival? Warum? Achso, das hast du gemacht als letztes. Ja, yeah, ich erinnere mich. Der Gelato-Skip ist ein Glitch, um die Melonenfestival Sunshine schon in der ersten Mission zu bekommen. Also, pass auf, Chat. Folgender Plan. Wir verbringen gerade zu viel Zeit hier am Strand, das ist okay. Ich zeige euch jetzt, wie man die Scheiße macht, okay? Verfass euch bitte nicht an, kleines Schnabeltier. Der ist übrigens Schnabeltiere. Oh shit, ist es wirklich sein Plan, den Gelato-Skip zu machen? Das ist mein Plan. Ich habe gesagt, dass ich es machen werde und das mache ich jetzt auch. Ich meinte aber trotzdem eigentlich Mario Morgana. Mein Plan. Wie gesagt, wir gehen jetzt darüber. Dann machen wir. Ach so, du glaubst also, die ganze Scheiße mit dem Zaun und so mache ich nur zum Spaß oder was? Ach so, ja, die blaue Münze, da war ja was. Und da ist die blaue Münze. Alter, habt ihr das gesehen? Das war der Moggy-Skip. First try or die, das war ein First Alter, try. Alter, First try Moggy-Skip. Muss ich jetzt wirklich die Mario Morgana machen? Wir können nämlich stattdessen auch was anderes machen. Nein, du machst das jetzt so unter die große Klappe. Okay. Gut gemacht, Champion. Oh, das war wohl die Stinkfrucht. Sag mal, wie riechst du gerade von meiner Freundin? Du bist gar nicht dafür, dass sie Dorian heißt. So, folgende Sache. Wir wollen hier nach unten. Hör auf, die blauen Münzen zu holen. Also wie ging das? War es nicht so, dass man eine Stampfattacke gemacht irgendwie? Nein, die ist dann... Ach so, ja, das kannst du versuchen. Alter, perfekt. Erinnert ihr euch noch an die... Chat. Oh fuck, das ist genau wie beim letzten Mal, als uns das passiert ist. Yeah, Da ist die zweite Trailerfahrt. Und wir sind wieder zurück. Wenn wir schon mal dabei sind... Das ist eine Sache, die wir jedes Mal machen müssen. Wenn Johnny und Moggy Sunshine spielen, müssen sie die Kamera einmal ein paar Meter in die Luft hauen. Das ist quasi Teil des Ziels des Ganzen.
Bei mir laggt der Stream laggt nicht. Da ist Mario Morgana oben drauf. Jetzt würde ich mich sehr, sehr stark wundern, wenn der Stream laggen würde. Hier werden nämlich keine Framedrops angezeigt. Wieso gehst du nicht einfach so hoch wie ich? Weil ich den richtigen Weg gehe. Ich möchte die Szenerie genießen. Das ist eine wunderschöne Gegend, okay? Das stimmt. Und Mario Morgana. Touché, mein Freund, touché. Ich werde die fucking Mario Morgana nicht nochmal machen. Lass mich in Ruhe damit. Bei mir laggt der Stream auch. Was? Stream laggt? Warte mal. Hast du verworfene Frames, Moggerich? Nein. Okay, dann nicht. Hab ich halt wirklich nicht. Lass mich reinschauen. Sieht jetzt in meiner Welt nicht so laggy aus. Keine Ahnung, bei mir laggt nichts. Ich hab kurz reingeschaut. Weil das mit zwei Leuten so ist, heißt es nicht, dass es so ist. Stimmt. Ich weiß nicht, zwei Leute haben es gesagt. Außerdem von der Donare Resubscription. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Oh, Johnny, du bist wieder dran. Okay, weißt du was? Wir versuchen jetzt wieder Fortschritt. Wir haben ja viel Zeit verschwendet. Wir müssen jetzt wieder vorankommen. Okay. Du bist dran. Okay, dann machst du dann mal so die Ausnahmen. Welche schöne Mission willst du denn machen? Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich gehe zum Hafen. Das ist eine meiner Lieblingswelten. Die Musik ist super. Der Hafen. Ich war nie der größte Fan von dem Hafen, ehrlich gesagt. Ich schon. Das ist mir auch aufgefallen. Vielleicht mein PC einfach nur zu scheiße. Das könnte sogar wirklich sein. Oder Internet. Kann auch sein, dass Twitch gerade von dem Server irgendwelche Probleme hat oder so. Stream ist tot? Hat Twitch wieder irgendwelche Probleme? Ja, wir machen einfach mal weiter und lassen uns nicht weiter irritieren. Weißt du, was ich mit ziemlicher Sicherheit nicht schaffen werde? Diese Schein so zu holen, wie ich das sonst immer mache. Stream läuft bei mir. Ah, Gott. Okay, was auch immer. Ich werde alles ignorieren, was hier jemand in der Richtung sagt. Ab jetzt. Oh Gott, ich kann mich nicht mal richtig hier rüber manövrieren. Du machst das. Welche Mission? Hast du alles daran? Welche Mission kommt jetzt? Willst du euch wirklich nicht die Hügelhöhle machen? Es würde mir gerade wirklich ziemlich viel bedeuten, wenn ich tatsächlich neben dir sitzen würde. Würdest du sehr viel bedeuten? Ja. Mir nicht. Das habe ich mir gedacht. Oh mein Gott, der hat den nächsten coolen. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, ich hab's doch gesagt. Hey Johnny, soll ich dir bitte. Ich hasse dich. Hey Chat. Soll ich euch einen Witz erzählen? Ich hab's extra noch angekündigt, damit du nicht drauf rumhackst. Johnny und Good Sunshine spielen. Was nochmal? Wisst ihr noch, als Moggy dachte, er hätte gute GTA-Werbung gemacht? Welche GTA-Werbung? Ich hab bessere gemacht. Das stimmt nicht. Oh mein Gott, das ist wirklich... Oh Gott, das wird der falsche Knopf sein. Drück A. Der Grüne. Dankeschön. Alter, das war ziemlich gut tatsächlich. Hätte es im First Try geklappt, wäre es noch besser gewesen. Das gefällt mir nicht, dass Johnny all die sicken Skips hat. Ich dagegen, ich bin einfach nur, bei mir steht Spaß im Vordergrund, wisst ihr? Das war nicht wirklich ein Skip, das habe ich mir eigentlich immer selber so erdacht. Es ist ein Stück weit ein Skip. Ich bin mir nicht sicher, ob das offiziell der kürzeste Weg ist. Mir auch egal. Mir auch. Haltet doch alle eure Schnauze. Ja. Wo willst du hin? Überrasch mich. Naja, jetzt. Hab ich schon geändert? Ups, Moment. Ja. Okay, überrasch mich. Du meintest, die Hügelhöhle ist nicht so dein Ding, oder? Ja. Dann gehen wir da jetzt hin. Das ist ein sehr seltsamer Weg, den du zur Hügelhöhle gehst. Dann gönnen wir uns erstmal die Cutscene. Weißt du was? Du darfst den Bowser-Kampf machen. Darin bist du ziemlich gut, habe ich gehört. Aber ich habe doch nur 2 FPS. Hey, und ich habe den Skip geschafft mit 2 FPS. Ah, seid ihr bereit für den größten Skandal in der Mario-Geschichte? Ah, your Mama Peach. Ich wünschte, sie wäre meine Mutter, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, sie macht der 1er Pausenbrot. Warum auch immer mich das gerade an einen alten Sketch erinnert hat, den ich mal im Fernsehen gesehen habe. Da ist so ein Typ, der geht so an so einen Automaten, kramt ein bisschen Kleingeld raus und wählt sich so ein Sandwich aus. Wirft das Geld rein, es brummt ein bisschen,
kommt nichts raus. Er klopft gegen, er rüttelt dran, er tritt gegen, kein Sandwich. Und dann geht das ganze Teil auf wie eine Tür und dahinter sitzt eine Frau, die es noch schmiert. Und dann, ja, ich, so schnell kann ich nicht. Oh, ich wünschte, es würde den Sandwich-Automat geben bei mir. Als ich 8 war, fand ich das ziemlich lustig, dass so eine Frau hinter dem Automaten sitzt. Jetzt tut mir die Frau ziemlich leid. Ja, ich weiß nicht, sie hat wahrscheinlich auch so kein sonderlich schönes Leben. Ja, eben. Das ist okay. Ich hasse übrigens die Coopers aus Sunshine. Junger Mann, wie schnell wollte ich ihr Sandwich denn noch schmieren? Und er war sehr geschockt, weil er dachte, es wäre ein Automat, verstehst du? Mhm. Warum musstest du ihn jetzt töten? Das ist ziemlich grausam. Das war sehr sadistisch von dir, das hatte nicht mal in irgendeiner Weise einen Mehrwert. Doch. Das war ziemlich lustig. Ja. Coopers und Sunshine sind wirklich seltsam, bin kein Fan von der Scheiße. Nicht, dass sie macht das beste Pausenbrot, okay, ich wollte gerade sagen. Aber es gibt eigentlich so viele Cutscenes, die man nicht skippen kann in Sunshine. Ich habe das Gefühl, das sollte der letzte Super Mario Teil werden. Deswegen haben sie einfach alles gegeben, was sie hatten. Und sie wollte quasi Super Mario den Film machen. Du kannst, wenn du schnell genug in diese DMs slidest, ich meine natürlich in diese Cutscene, dann kannst du die überspringen. Indem du, glaube ich, auf Kurs beenden gehst und dann bist du trotzdem in der Achterbahn. Ja, ich weiß, aber mir egal, das klingt fucking langweilig. Fast so langweilig wie der Moggy-Skip. Ich mag immer noch dieses eingefügte Explosionseffekt, den es hier gleich gibt. Ist einfach so ein... Das haben sie in Sonic Adventure 2 so auch gemacht. Sonic Adventure 2 am Anfang, ist das... Ich glaube, dass das Video Compiled Pack ist. Am Anfang von, Irgendwie sowas wird es sein. Am Anfang von Super Mario, von Sonic Adventure 2 gibt es auch so eine, so eine komische Explosion, die reingekeyt wurde. Das sieht auch so fucking seltsam aus. Dann sag ich nicht, dass man sie nicht skippen kann. Ist okay. Siehst du den wütenden Emoji, Johnny? Das könnte Moggy Mad sein, weißt du das? Wenn man die Abkürzung von Mythos of Gaming auf Englisch ausspricht, ja, dann kriegt man Emoji. Den Joke habe ich noch nie gebracht. Hast du nicht? Doch. Dann hast du aber ganz schön was verpasst, Moggy. Doch, den habe ich mal gebracht. Hey, Emoji! Was ist dein Lieblings-Emoji? Es war, hey, Emoji, ich liebe dich. Ich erinnere mich. Ich auch, war ein Klassiker, es war Dungeon Hunter. Würde ich sagen, es war das beste Video, das ich jemals gemacht habe? Ja. Würde ich sagen, dass es das beste Moggy-Zitat aus diesem Video gibt? Ja. Wir sind hier doch nicht im Gefängnis. Uff. Uff. Das war so ein schlechtes Video. Na Gott, nicht Feuer. Au. Das war so ein schlechtes Video. Aber es war okay, ich habe Geld bekommen. So ein ekliger. Warum? Freut sich über Geld. Wärst du lieber, wenn ich kein Geld bekommen hätte, wenn ich das gratis gemacht hätte? Ich habe heute gratis Geld bekommen. Das stimmt, ich warte immer noch den Zappi-Mode. Es tut mir leid, ich sollte mit dir streamen. Hast du Finger gebrochen oder so? Wenn ich jetzt nicht mit dir streamen würde, dann hätte ich den Emote schon fertig. Okay, dann weißt du ja, was wir am besten machen sollten. Okay, wir sehen uns. Au. Tschu. Ich glaube, ich habe gewonnen. Oh Gott, geht weg! Ich habe meine Maus nicht mehr. Das ist okay. Parsec hat meine Maus gefressen. Das ist okay, wie gesagt. Und hey, wir haben es geschafft. Das war, glaube ich, eine ziemlich schlechte Leistung. Als wir ein bisschen Schauung gemacht haben, war ich wirklich gut darin. Ich habe den letzten Treffer nur ewig verkackt. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das war aber auch nicht so nicht gut. Ich bin da nicht besonders gut drin in dieser Mission. Mein Hinweis auf den Emote, das habe ich gemacht. Es wird Moggy Mad. Wird ziemlich Moggy Mad Rage. Da drin. Hast du euch mal das Mad-Magazin gelesen? Nein. Ich war mir lange Zeit ziemlich sicher, dass es das in Deutschland gar nicht gibt. Aber doch gibt's. Ja, es ist ziemlich fürchterlich. Sie hatten sehr schlechte Jokes, die ich damals sehr lustig fand. Es gab zum Beispiel, sie hatten lustige eine Dragon Ball Parodie. Das hieß dann statt Dragon Ball Z Dreck am Ball Z. Und ich dachte mir, komm, das ist fucking lustig. Und die Dragon Balls, die sie geholt haben, waren die Hoden von einem Drachen. Die hat jemand in der Hand, die war noch ganz blutig. Ich dachte mir, weil es die Dragon Balls sind. Das verstehe ich. Das war fürchterlich. Aber das funktioniert auf Deutsch doch gar nicht. Ja. Ich meine, auf Englisch funktioniert es halt besser, als man denken sollte.
Ja, ja. Die ganze Serie heißt Dragon Balls. Und dann gab es noch die eine Szene, welche mich wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet für meine Zukunft sehr stark beeinflusst hat. Es gab so ein Bild, das war von einem Super Saiyajin, welcher zur Hälfte Dragon Ball, also zur Hälfte Dragon Ball Charakter, Super Saiyajin war und zur Hälfte Schlumpf. Es war der Smurf Saiyajin quasi. Warum? Wieso sollte man das machen? Ich weiß nicht. Ich dachte mir damals dann, oh, das ist ziemlich cool. Vielleicht sollte ich das zu meinem Ding machen. Und seht mich an. Seht mich ja, was es mir geworden ist. Was ist der Witz? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin mir genau mit vertraut, aber... Ja. Oh, weißt du, woher ich die Mad-Zeitschriften hatte, die ich damals sehr gelesen habe? Ich habe welche im Altpapiercontainer gefunden. Wieso schmeißt jemand sowas weg? So viele davon? Wow! Und dann hatte ich hier scheiß viele Zeitschriften davon. Hey, was ist das denn? Wieso schmeißt jemand sowas weg? Das hat mein Leben bereichert. In irgendeiner SpongeBob-Szene sagt Patrick das. Ich glaube, da sind sie auf der Suche nach SpongeBobs Namensschild in den Müll gesprungen und wühlen darin rum und dann sucht Patrick und findet das Album von irgendeiner Band. Wieso schmeißt jemand sowas weg? Patrick will ziemlich oft im Müll. Dann hat mich jemand in den Müll geworfen. Juhu! Na ja, gleich nochmal. Bist bestimmt so eine Pfandflaschen sammelt. Entschuldige mal, ich habe heute 10 Pfandflaschen abgegeben. Eine Single von Stringray 5000. Warum schmeißt jemand so etwas weg? Patrick hat da wirklich ziemlich oft den Müll gewühlt. Stringray 5000 ist ein guter Name für eine Band, ehrlich gesagt. Ich fand eher, dass SpongeBob öfter im Müll gewühlt hat. Das liegt aber daran, dass SpongeBob generell die Hauptrolle der Serie ist und nicht Patrick. Weißt du, welche Mission du jetzt machst, Johnny? Also in späteren Folgen hatte ich eher das Gefühl, dass Plankton und Mr. Krabs die Hauptpersonen von dieser Serie sind. Keine Ahnung. Ich erinnere mich daran, es gibt irgendwie mal Leute, die mir im Chat oder so sagen, oh hey, machst du übrigens die Hügelhöhle? Ja, ich merk schon. Oh hey, die neuen Folgen, die sind jetzt mit neuen, was auch immer. Die sind immer noch nicht besonders gut. Die Folgen sind gar nicht mehr so scheiße, hast du schon gesehen. Und dann muss ich immer sagen, es tut mir leid. Ich weiß, Fully hat uns dazu gedrängt, bei diesem Podcasting jetzt mitzumachen, aber ich schaue die Serie nicht, ist mir doch so egal. Interessiert mich halt wirklich nicht. Ja, ich glaube, ich habe da enthusiastischer gewirkt, als ich bin für die Serie. Also, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es dich ein bisschen interessiert. Mich interessiert. Ich bin großer SpongeBob-Fan. Mach mal den coolen Weg. Den wirklich coolen Weg. Über die Seerose. Seerose? Das ist kein cooler Weg. Verdammte Scheiße, wieso? Danke. Thaddeus hat eine andere Stimme, sind sowieso viel schlechter. Patricks Stimme da ist schlechter. Können die jetzt nicht besonders viel dran ändern, dass er eine neue Stimme hat. Ja, und bei Patricks neue Stimme, ich immer noch mal, dass der Typ es nicht mal versucht. Er ist tot. Einfach nur. Weißt du, was komisch ist? Patrick. Ja, weißt du, was richtig merkwürdig an der Sache ist? Es gibt eine neue Folge, wo Patrick irgendwie... Ja, ich hab sie gesehen. Wo Patrick irgendwie... Oh Gott, ich hab doch Delay. Wo Patrick Eis für SpongeBob holt mit so einem Coupon. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass er irgendwie bei so einem Eiskönig... Also dem, den der Laden gehört, irgendwie gratis Eis ergattern will. Und das ist ein anderer... Seestern, okay? Mhm. Und der ist noch hässlicher und ein bisschen dümmer als Patrick. Ich nenne den Chat, ja. Oh Gott, war das knapp! Ach du Scheiße! Und pass auf, im Deutschen wird Patrick von dem neuen Patrick-Sprecher gesprochen und der andere Seestern von dem alten Patrick-Sprecher. Oh mein Gott, das ist mir zu deep. Das ist so scheiße, ich saß so da, aber... Warum einigt ihr euch nicht einfach? Warum? Das muss doch nicht so sein. Ja. Wenn ihr ihn für so eine kleine Nebenrolle bezahlt, dann bezahlt ihn doch für Patrick. Na, ich weiß nicht. Ich denke, du suchst die Mission für mich aus. Ja. Ich denke eher die Sache, das Problem ist eher, dass der neue Sprecher, dass er es halt nicht richtig versucht. Der neue ist einfach scheiße. Wunderschön, Mogi. Will ich sagen, dass ich es besser machen könnte? Ja. Oh, hey, ich bin Patrick. Seht ihr? Kein Unterschied zum Original. Das ist ja eine Giraffe! So klingt der Neue. Nein. Er klingt ja so, oh, ich bin Patrick. Nein, er klingt halt wirklich so ein bisschen, oh,
Und der alte war nicht ganz so laut, hatte ich das Gefühl. So, ich hoffe, dass er nicht ganz so laut ist. SpongeBob, der war mehr so. Petri ist die schönere Person. So weit würde ich auch nicht gehen. Er ist ziemlich hässlich. Der Neue sagt, hallo SpongeBob. Und der Alte sagt, hallo SpongeBob. Verstehst du? Ja. Ist wirklich so. Wo gehst du eigentlich gerade hin? Machen wir wieder unser eigenes Abenteuer. Ich hier die Düse holen. Die brauche ich doch auch. Nee, die brauchst du erst für die roten Münzen auf dem See. Und die hier nicht? Nee, die sind im Dorf. Diese Welt ist tatsächlich die erste Welt und sie ist so verdammt cool und ich finde, sie sieht echt gut designt aus. Aus irgendeinem Grund ist es eine der Welten mit den wenigsten originellen Missionen. Hier wiederholen sich der Bosskampf wiederholt sich, also zwei Missionen sind derselbe Bosskampf im Großen und Ganzen. Ja, das es gibt zwei übel. Rote Münzen-Missionen und zwei geheime Missionen. Also eigentlich nutzt man fast nichts von dieser Welt und ihrem Design aus. Das stimmt. Vor allem die roten Münzen im Dorf, die sind eigentlich ziemlich cool. Die roten Münzen im Dorf, also das Dorf ist halt cool. Hätte man hier nicht was anderes machen können als rote Münzen? Grüne Münzen. Ich muss sagen, die roten Münzen, also die Düse hilft dir hier aber auf jeden Fall. Sie hilft ganz ungemein. Ich habe die Mission, glaube ich, noch nie ohne die Düse gemacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, auf der Mauer müssten noch zwei, drei Münzen sein, bevor du hier hingehst. Hier spawnt nämlich gleich die Sprite. Und ich rede nicht von dem Erfrischungsgetränk. Aber das sind diese fucking blauen Münzen. Was denn? Was denn? Ich muss die blauen Münzen mitnehmen. Aber wofür? Ich finde es irgendwie schön, das Spiel mal casual zu sehen. Das freut mein Herz. Wann siehst du es denn nicht casual? Du kennst doch sein Leben nicht. Ja. Was willst du jetzt von ihm? Ja. Kann ich Schnauze halten. Auf der Mauer da hinten. Die weißen Mauern. Ja. Nach denen das Dorf benannt ist. Oh Gott. Was ist das eigentlich für ein komisches Gegnerkonzept von diesem Stern, der elektrisch ist? Hab ich schon was von YouTube Premium gehört? Nein, erzähl mir davon. Hab ich wirklich nicht. Nee, tatsächlich. Hau mal raus. Ich hab mein Geschlecht gewechselt. Nice. Was machst du heute nach dem Stream? Morgi, lass die Scheiße. Was? Ich dachte, du holst diese blaue Münze. Was? Nein, ich bin hier aus Versehen runtergefallen. Morgi, lass die Scheiße. Hör jetzt auf damit! Was? Steh mir lustig! Und dafür hast du so lange gebraucht? Fick dich! Das war übrigens ein Zitat, auf das du nie kommen wirst. Nein! Und das war übrigens ein Turm, auf den du nie kommen wirst. Moment, ich mach das auf die coole Methode. Moment, pass auf. Oh, so cool. Bist du, woran mich die Mission erinnert? Du wirst dich an dem Band festhalten. Ich hatte damals von Rewe irgendwie so tiefgekühlte Macaroni oder so gekauft und die waren echt nicht gut. Und daran erinnert mich die Mission. Sag mal. Bist du gerade, ist dein Gehirn gerade irgendwie gestorben oder so? Warum? Was war das denn für eine Geschichte? Das ist die Geschichte. Ich dachte, ich habe gerade das gespielt und ich dachte die ganze Zeit über den verkrusteten Käse. Ich dachte mir, ja, der war echt nicht gut. Aber warum? Was daran hat dich daran erinnert? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe das vermutlich gegessen, als ich die Mission damals gespielt habe. Ach so. Warum ja, sonst? Das kenne ich. Ich habe letztens Zeichenzeugs geschnitten und mir dabei irgendwelche YouTube-Videos angeguckt. Und dann habe ich mir Zeichenzeugs angeguckt und habe mich daran erinnert, was ich dafür YouTube-Videos zu welchem Zeitpunkt gesehen habe. Oh, bei dir geht das Ganze inzwischen schon ziemlich schnell. So sollte ich, so sollte ich irgendwie für Klausuren lernen. Mir irgendwas angucken und nebenbei dann halt lernen oder keine Ahnung und dann während der Klausur muss ich das im Kopf wieder durchgehen und dann komme ich auf die Sachen, weißt du, irgendwie so. Du musst dir eine Eselsbrücke machen. Ja, irgendwas ist da bestimmt möglich mit diesem, mit dieser Art von Verknüpfung. Ja, man muss nur gezielt hinbekommen. Das ist kein neues Zeichenzeug, das ist die alte Folge. Naja, die von vor 2 Wochen. Die habe ich letztens geschnitten, das kann man doch immer noch so sagen. Kann sich bei YouTube Premium ein kostenpflichtiges Abo kaufen und sich dann Videos runterladen, Also was ich weiß, ist, dass YouTube jetzt demnächst dieses Feature, dass man irgendwelche Leute erstmal quasi subben kann, welche auch welche, die nicht streamen. Auch immer YouTube der Meinung war, dass sie das Subsystem erstmal für 2-3 Jahre nur für Streamer haben sollten und sich dann dachten, oh,
Vielleicht würden ja die anderen Creator auf der Plattform auch davon profitieren. Das ist und so nicht nur dumm. Die Streamer. So wow, unfassbar. Wirklich YouTube. Was soll das? Wer hätte damit gerechnet? Aber es ist immer noch nicht da, also. Wahrscheinlich wird sowieso noch irgendwas schrecklich schief gehen. Was ist denn mit der Kamera los? Kann die nicht einfach mal so bleiben, wie sie ist? Warum willst du hier überhaupt so komisch hochspringen? Wieso, wie denn sonst? Was mit dem Zitat? Achso, dich interessiert wirklich, woher Johnnys Zitat kommt. Das kläre ich nie auf, tatsächlich. Das ist Hälfte seines Vokabulars besteht aus Zitaten. Das ist tatsächlich mehr, als du denkst. YouTube wird sowieso bald ersetzen. ich erkläre meine Zitate eigentlich selten. Das ist für die Insider. Ich mag das. Ich mag diese seltsame Verbundenheit gegenüber fremden Personen. Oh, du bist dran, Morgi. Oh nein. Ich bin runtergefallen. Das ist die bekannteste Sunshine. Ach, scheiße. Das war das letzte Leben. Wie gesagt, dass du scheiße bist. Ja. Du darfst dir eine neue Mission aussuchen. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. So wie Vidme YouTube ersetzt hat, yes. Clipfish wird das neue YouTube, was sonst? Mir fehlt mein Video. Da gab es lustige Videos. Da gab es zum Beispiel, ich hocke in meinem Bunker. Und... ich habe blaue Säurekapseln und genug Benzin. Clipfish heißt jetzt Watchbox. Warum haben die alle so seltsame Namen? Die klingen wie ein schlechter Super Smash Bros. Spieler. Ja! Ernsthaft? Watchbox? Oh, willkommen auf Smashcast! Heute zeige ich euch, wie man von Captain Falcon sein Knie einsetzt. Ihr drückt A. Oh! Und dann trifft das Knie im Großen und Ganzen. Ah, ich bin Watchbox! Das stimmt. Willkommen zu dem Top 10 Super Smash Bros. Fails. Nummer 10. Hat jemand da nicht gefunden? Oh! Ich habe das Knie schon oft eingesetzt. Man muss A drücken. Ja, das ist das Geheimnis. Erzähl aber niemand davon. Das ist das Geheimnis, dass die Pros nicht wissen, dass du es mitbekommst. Ja, und dann muss man noch den Sweet Spot hitten. Sweet Spots? Watchbox kann man kostenlos Animes schauen, mehr weil sie nichts wert sind. Da lache ich nicht mit. Du weißt, dass es wahr ist. Das finde ich trotzdem nicht okay. Warum? Ich habe nicht ganz zugehört. Da kann man kostenlos Anime schauen. Wo? Auf Watchbox. Ach so, cool. Was denn? Was? Hab ich gesagt, Animes sind eh nichts wert. Ach so, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine Scheiße. Kann ich da One Piece schauen? Kann ich da die neue Folge von Yukatuka Narasu schauen? Kann ich da die neue Folge von Boichi schauen? Oder von Man Girl? Gibt's die neue Folge von Man Girl schon auf Hentai Heaven? Alter Morgi, was tun sie? Ja, du bist dran, ich hab's verkauft. Hentai Haven? Ich weiß nicht, von welcher Seite du gerade redest. Der Hafen für Hentai. Hamburg. Ja. Und ich bin stolz drauf, okay? Alter, das wird nichts mit dem Delay. Oh mein Gott, Mario braucht eine Stunde, um... Oh! Er braucht sowieso schon immer ein bisschen länger, um hier zu springen und sowas. Holy shit! Ich muss gerade wirklich eine Sekunde eher das abschätzen. Jetzt. Sowas bei mir tatsächlich auch mal, als ich Sunshine mit einem kabellosen Controller gespielt habe. Das war ziemlich scheiße. Jetzt. Oh. Also solange wir das Leben mitnehmen, werden wir nicht gönnen. Gönn mir das Leben, Alter. Denn wir haben noch nicht genug. Du schaffst das schon. Das mache ich doch mit links. Oh Gott, war das knapp. Alter, hast du das gesehen? Ich finde, bei der Mission ist es immer unglaublich schwer, wirklich einzuschätzen, den 3D-Raum einzuschätzen. Ist es auch. Zum Glück habe ich das mein ganzes Leben lang geübt. 3D abzuschätzen, ohne es tatsächlich zu sehen. Das konnte ich noch nie. Ich bin für sowas geschaffen. Außer vorhin, als ich gesagt habe, ich schieb das jetzt auf mein 3D. Es ist immer so, wie es gerade will. Das macht mich sehr wütend, dass du an der Stelle gerade die Kamera nicht gedreht hast. Nice. Das erschien mir wie das Richtige tatsächlich. Es fühlte sich gut an, die Kamera an der Stelle nicht zu drehen. Nee, für mich nicht. Für mich nicht. Ich fand es sehr angenehm tatsächlich, weil ich dadurch sehen konnte, wie weit das Ding schon gedreht ist. Das, was du kannst, nimmst du sehen.
Aber welche Mission soll ich machen? Ich brauche halt wirklich viel Unterstützung, sonst könnte ich meinen Zeichnungen nicht im geringsten nachgehen, wenn ich so 200 Jahre eher geboren wäre. Aber das könnte ich dann sowieso nicht, dann müsste ich auf dem Feld arbeiten. Moment, das stimmt nicht, ich habe einen von im Namen. Ich will wahrscheinlich meine Schwester schwängern oder so. Nice. Adlige von vor 200 Jahren, habe ich recht. Ist ja nicht so, als wäre das die Zeit des Industrialismus gewesen. Vor 200 Jahren wurde da nicht die Bibel geschrieben. Ja. Findest du es auch gut, dass ich dir die Revanche mit dem Riesenblooper ermöglicht habe? Ich bin ein großer Fan davon. Der Johnny macht's wie mein Vater. Können wir bitte das Thema wechseln? Warum geht's um die Schwestersituation? Ich möchte nichts von irgendwelchen Vätern ähnlich machen. Und was ist mit den Schrank reparieren? Das also machst du doch immer so gerne. Darin bin ich ziemlich gut. Ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass es überhaupt Väter gibt, die gerne oder die gut darin sind, Schränke zu reparieren. Das halte ich für ein Gerücht. Wieso gehst du bis ganz hier rüber? Du hättest schon längst darüber hüpfen können. Ich habe keine Ahnung. Das glaubst du, wie oft ich die Mission gespielt habe? Ja, ich meinte auch eigentlich nur so 5 Meter früher. Ich habe keine Ahnung. Was meinst du, wie oft ich die Mission gespielt habe? Es war nicht besonders tragisch. Es war alles okay. Oh mein Gott, als ob das nicht hingehauen hat. Ach nee. Oh Gott. Das haut jetzt sowieso nicht hin. Du musst die beide treffen. Ich weiß. Ich bin auch immer ungeduldig. Jetzt funktioniert's. Okay, komm schon. Es funktioniert. Hat's nicht funktioniert. Ich reiß dir jetzt die Tentakeln aus. Okay. Das ist der Falsche. Das ist der Falsche. Was soll ich denn damit? Damit kann er mich eh nicht schlagen. Das ist so, als würde ich jemand den Ringfinger rausreißen. Das ist so schön und gut, aber was sollte er damit ohnehin schon machen? Das ist ja ohne integrierte Kamera. Was soll ich denn damit? Ja, genau. Kaum zu glauben, dass das ein Zitat war. Irgendeine komische Werbung. Nein, es war das Oma-Problem. Was? Kennst du das nicht? Nein. So ein altes YouTube-Deutschland-Video. Es ging recht viral damals. Das, wo die Omas irgendwelche Ghetto-Gangster sind. Und ich kann sowas nicht leiden. Und junge Menschen schikanieren und dann in den Bäckerladen gehen und Osterhasen klauen und so tun, als wäre es der Jugendliche gewesen. Ich weiß nicht, das überzeugt mich, das klingt dumm. Du Penner. Das klingt nicht so, als ob ich es lustig finden würde. Ich fand es damals auch nicht so lustig, aber alle anderen. Ich dachte mir so, ach, ja, ist ganz nett. Weißt du, was damals auch alle anderen lustig fanden? Den echten Gangster. Nein, den mochte ich. Natürlich mochtest du ihn. Ich fand ihn so scheiße immer. Ich fand ihn aber nicht so lustig, ich mochte ihn einfach so. Tatsächlich. Meine Klasse hatte die ganze Zeit, haben sie den zitiert. Ich dachte mir, ja, aber der ist nicht lustig. Zitiert doch lieber mich. Ich bin ein echter Gangster, ich habe mal gewichst. Ja, das ist schon ziemlich lustig. Nein. Doch. Blacky von hinten so hat dumm. Subscribed. Wie lieben Dank. Nee, ich fand den echten Gangster nicht gut. Ey, Moggy. Was willst du tun? Oh mein Gott, ich hasse es so sehr. Die Flashbacks zur Schulzeit. Mm-mm. Ich fand's sehr merkwürdig. Ich war irgendwie in der 6. oder so wahrscheinlich, als das ein bisschen berühmter wurde. Und da waren halt 10-Klässlerinnen, die das so lustig fanden und sich darüber ausgetauscht haben. Ich dachte mir so, ernsthaft? Gott, Mods. Timeout, die komischen, die 13... Fuck! Mein Dashboard ist weg, ich hab mich verklickt. Fuck! Timeout, die Kids, die aus irgendwelchen Gründen irgendwas über Hentai erzählen. Was ist los mit euch? Ja, wir haben über Hentai geredet. Vor allem machen sie scheinbar unironisch, das ist seltsam. Oder der eine. Ich hab ihm vielleicht schon Timeout gegeben, es sollte okay sein. Wir haben gesagt, dass Hamburg irgendwas mit Hentai zu tun hat. Das war unsere Schuld. Ja, aber das war vor 10 Minuten. Das stimmt. Ja, aber das war vor 10 Minuten. Ich kann damit sogar meine Nase berühren. So, Mutter. Oh Gott, viel Spaß mit der Scheiße, Johnny. Bin ich dran? Ja. Oh, fuck. Jetzt erreichen wir langsam den Punkt im Spiel, in dem es Missionen kommt, die anstrengend sind.
Nein, das ist nicht der Punkt in dem Spiel. Wir spielen so kreuz und quer, da kannst du nicht von einem Punkt sprechen. Doch. Okay. Wieso hat das nicht gereicht? Das war ziemlich uncool gerade. Ich schaff das einfach nicht mit dem Delay. Ich will hier immer so episch rüberhüpfen. Das klappt so oder so nie so richtig. Doch, das ist ziemlich einfach. Kotz mich mal. Ja, es ist einfach, aber es fühlt sich nicht richtig an, versteht ihr? Ja, das mag sein. Oh mein Gott, ich hasse mich so wirklich. Willst du das? Willst du jetzt ohne die Düse hoch? Was für eine Düse? Die Raketendüse. Wieso sollte ich die, wofür? Damit man hier besser hoch... Ich bin hier noch nie ohne Raketendüse hoch. Warum sollte man hier mit der Raketendüse hoch? Hier sind sogar so Stufen. Ja, aber... Du kannst gerne die Raketendüse nehmen, aber dann kommst du ja am Rest des Kampfes so schlecht umher. Was? Nein, bleibst am Boden. Was wird man denn so... Wofür brauchst du denn die Schwebedüse im Rest vom Kampf? Das ist der falsche Knopf. Hoppla. Pasek hat sich aufgehangen. Das heißt? Ich hab grad gar... Oh, jetzt. Oh. Oh, du bist noch Moment. Da. Moment. Du kannst jetzt auf jeden Fall noch was drücken. Jetzt scheint's zu gehen. Und du hast Mutter Turan erwischt. Sieht ziemlich gut aus tatsächlich, ja. Es läuft besser als vorher, was ist gerade passiert? Ich hab grad so gut wie kein Delay, was? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Was? Ich kann nichts mehr machen gerade. Wie, du kannst nichts mehr machen? Du hast gerade irgendwie in ein anderes Fenster... Ah, ja. Ach so, daran liegt's. Oh. Das war ich Leute-Timeoute. Ach so. Hör auf, Leute so oft zu timeouten. Nein, die sind scheiß unlustig. Wer sind die überhaupt? Mach lieber weiter. Sind irgendwelche Leute, die irgendwelche Fortnite-Jokes und Fortnite- und Hentai-Jokes machen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Verzieht euch, die waren schon immer da. Sie haben sich bloß nicht aus ihrem Loch getraut. Das kann gut sein. Ist aber sehr seltsam. Ja. Komm schon, du fettes Vieh. Mach gefälligst meine Diät. Gott, ich hasse diesen Kampf so sehr. Kann man da hinten raus erwischen? Nein. Eigentlich nicht, fuck. Der Kampf ist einfach... Jetzt fliegt er wieder weg. Warum gibt es diesen Kampf zweimal? Er ist wirklich Scheiße. Schlecht. Das trifft doch nicht. Wieso fliegt er da rüber? Seit wann passiert das? Ich hab keine Ahnung. Kann ich ihn von hier überhaupt treffen? Ja. Cool. Cool, yippie! Das war Murphy. Hä? Hab ich schon wieder verkackt? Ich weiß nicht, warum sie oder er ist. Sie oder ich weiß nicht, warum sie weggeflogen ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich dachte, sie macht erst noch irgendwelche Sachen, aber eigentlich hat sie schon schon direkt angefangen zu spucken. Für mich war es immer eine Sie irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Ja, für mich auch. Nur im Englischen, die hatten es halt leicht, aber Mutant Tyrannia hört sich halt an wie eine Frau. Mhm. Und diese Punkte, sie haben auch durch, du wirst sie nicht erwischen. Soll das? Die Punkte haben auch was ziemlich Feminines an sich. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist die Raketendüse für diesen Kampf gar nicht so schlecht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nein, sie machen beide keinen Unterschied. Dann kann man aber da vielleicht dann mal auf ihre Höhe hochgehen. Das habe ich noch nie versucht. Ups, falscher Knopf. Das habe ich noch nie versucht in meinem Leben. Wieso hast du dann die Raketendüse so angepriesen? Ja, weil ich den Weg am Anfang zu dem Bosskampf hoch noch nie ohne Raketendüse gegangen bin. Okay, das ist Bullshit. Deswegen, ich war sehr verwirrt. Außerdem von S390. Subscription. Vielen Dank, vielen Dank. Ah, falscher Knopf. Du schaffst das. Ich glaube nicht. Wieso hast du mir diese Mission gegeben? Damit du sie nicht machen musst, gib's zu. Warum sollte ich dir die Mission sonst geben? Du hast recht. Ich hab bis eben dachte ich noch, wir sind Freunde. Das war ein großer... Warum spuckt sie genau in deine Richtung? Freunde machen sowas. Das ist doch das Konzept des Kampfes, ist doch das... Oder von diesem, wenn man wenn man das Wasser versprühen muss in ihren Mund. Ist doch das Konzept davon, dass sie nicht in die gleiche, in die Richtung von da, wo man steht, hinkotzt.
Ja, du magst eigentlich recht haben, aber ich habe häufiger mal das Gefühl, dass sie einfach hinrotzt, wo sie hin sie. Also, dass sie keine Ahnung hat, wo Mario ist. Das kann auch sein. Und von den Cooperianer. Resubscription. Vielen Dank, vielen Dank. Das wird nichts, oder? Ich hasse alles hier ran. Nice. Nein! Warum so wenig Leben? Es sind noch 3 Leben, das ist ziemlich okay eigentlich. Das ist halt tatsächlich noch mehr als ein Drittel. Das sind gute 40%, die du noch hast. Achso, ja, du hast recht. Komm schon, jetzt mach doch! Ohne, dass die Viecher mich angreifen. Machen. Ich sollte irgendwas essen. Oh mein Gott, war das knapp! Musik ist so, nicht die Musik, die Mission ist so ermüdend. Es war so scheiß knapp, dass das Vieh mir gerade fast den Angriff versaut hätte. Ich wäre so sauer gewesen. Ich will halt wirklich nicht sterben. Warum sollst du sterben? Die Gegner machen noch. Ja, wobei. Die kleinen Shitviecher, die springen, machen die ein bisschen Schaden. Die kleinen Shitviecher sind so fies manchmal. Verpisst euch! Oh Gott, ich hab's gleich geschafft! Yippie! Was gibt's eigentlich sonst noch für Shitwelten? Wir sollten nochmal in das. Du weißt schon. Ich bin jetzt als nächstes, darfst du Mission aussuchen. Moment, wir sollten vielleicht trotzdem hier die Mario Morgana klar machen. Du suchst die Mission aus. Dann können wir die Bianco Hills schon mal abhaken. Das machst du. Die 8 Missionen von hier waren auch wieder rote Münzen, oder? Nein. Oh nein! Ach, so ist das. Oh nein! Ich dachte, vielleicht kommt das jetzt schon. Nein, ich will nicht. Ich hasse diese Mission. Kopf hoch, Morgi, es ist halb so schlimm. Nein, es ist so scheiße. Das ist der des Schleimsees. Die schlimmste Mission von allen. Nein, es ist wirklich nur halb so schlimm. Nein, ich hasse die Mission wirklich. Sie ist scheiße. Die Mission ist wirklich, wirklich scheiße. Ich meine, sie ist nicht nur ein bisschen scheiße. Ich hasse all diese dreckweglosen Missionen. Mario steuert sich ohne Dreckweg einfach wie scheiße. Steuert sich nicht gut, will ich damit sagen. Ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass er sich mit Dreckweg so viel besser steuert als ohne. Ja, aber dafür kann man wenigstens ja die Fehler, die man macht, im Großen und Ganzen ausgleichen. Ja, das ist ja für Noobs. Ich bitte dich. Ich komme mit der Steuerung klar ohne den Jetpack. Denk mal drüber nach. Ich auch im Großen und Ganzen. Ich mag die Mission auch ansonsten. Die sind einfach vom Design, sind einfach nur scheiße. Nein, die sind super. Nein! Die sind so eine gelungene Abwechslung gegenüber dem ganzen erkundene, offene Welt, wo man nicht runterfallen kann, Schild. Chat, mag irgendjemand von euch die dreckweglosen Missionen? Oh Mann, du weißt genau, dass es 50-50 ausfallen würde. Nein. Natürlich. Es gibt eine gewisse Mehrheit in einer Richtung. Nein. Nehmen wir die Düse es von gibt allen so mit. Viele Fans von den Mysterium-Leveln. Und es gibt so viele Leute, die sie abgrundtief hassen. Die sind okay. Als ob ihr sie mögen würdet. Siehste, ihr ja. Lügt. Das sind Lügen. Ihr lügt. Warum lügt Wieso ihr? Sollte man. Das sind mit die besten Missionen aus dem Spiel. Was? Doch. Nein! Es ist so. Es ist fucking langweilig, irgendwelche roten Münzen auf in irgendeinem Dorf einzusammeln gegenüber sowas hier. Das hier ist langweilig! Ich springe über beschissene blaue Plattformen! Das ist nicht langweilig, das nennt man Plattformer und das ist schwer. Dass es dir zu schwer ist, sehe ich ein, aber nicht, dass es langweilig ist. Es ist einfach nur scheiße. Ich hasse du machst es auch bescheuert. Normalerweise ja, das habe ich bescheuert gemacht. Das ist ja gut. Verzeihung, dass ich die Mission, die ich nicht leiden kann, ich soll nicht, dass ich nicht alles auswendig weiß. Ich räume mal ein, dass die Würfel sind ziemlich errannt. Da muss man nämlich einfach nur warten. Ja. Aber der Scheiß mit den Hölzern gerade, das war spaßig. Nein, nein, war es nicht. Außerdem, Kamui 69 hat einen Stay Hydrated Bot dazwischen verschenkt. Bibi, den da. Der Stay Hydrated Bot ist wieder ein Sub. Wir haben es geschafft, Chat. Freuen. Er freut sich auch. Ich glaube so, wie viele Channel der Stay Hydrated Bot gesubbt hat. Ja, das wollte ich gerade sagen. Kann man 3. Das irgendwo, kann man irgendwo nachgucken? Nein. Das sind private Daten. Hat der Stay Hydrated Bot nicht einfach eine Seite? Kann der Stay Hydrated Bot nicht einfach mal streamen? Ich glaube, er ist Affiliate-Partner und hat so wie er die ganze Zeit. Oh, oh. Er muss streamen, wie er die ganze Zeit trinkt. Alter Morgi, das hast du ziemlich gut gemacht, du schaffst das. Jetzt kommt der nervige Punkt des Ganzen. Das stimmt. Ja, so hätte ich es auch gemacht. Alter! Pass auf.
Oh fuck. Jetzt gehen wir da rüber. Holy shit. Dann wechseln wir da rüber. Oh oh. Nein, das hätte sein können. Yeah! Yes! Alter, das ist halt echt nicht schlecht. Das schafft man selten im First Try. Gott. Es waren nicht die schnellsten Strats, aber die sicheren. So, das heißt, du darfst Mario Morgana machen. Ja, scheiße. Nein, Mario Morgana, hier ist okay, die mache ich. Mein Plan! Anderes. Er ist nach hinten losgegangen. Du machst irgendeine andere beschissene Mission, sowas wie... Guck dir Marios Frisur an. Entschuldige mal, warum bist du ein Frisur-Shamer? Es ist nicht so, als würde ich seine Frisur, die er sich aussuchen würde, schämen. Ich schäme die Frisur, die er bekommt, sobald er seine Mütze abnimmt, weil er die ganze Zeit platt gedrückt hat. Warum nimmt er die Mütze überhaupt ab? Es ist ziemlich heiß darunter. Oh Gott. Das wirst du nicht schaffen. Oh, Moggy. Das ist der Grund, warum Wollo mich in Mario Sunshine besiegt hat. Dann zeig, was du drauf hast, Champ. Das ist meine Kryptonit-Mission. Zeig uns, dass du besser bist. Ich bin so... Oh Gott, ich bin so oft gestorben. Zeig uns doch mal deine Frisur, Johnny. Exakt. Exakt. Okay. Dann machen wir uns über dich lustig. Wenn wir über Discord wären, könnte ich die Webcam anmachen. Du musst auf den Schalter drücken. Ach ja, genau. Das war auch schon das Problem. Muss ich mich jetzt umbringen und Moggy muss die Mission machen? Ja. Cool. Soll ich die Mission machen? Ich habe gerade kurz gedacht, ich müsste in die Kanalisation surfen. Ich war nicht ganz auf der Höhe. Du kannst sie gern versuchen. Also bin ich dran. Zeig, was du kannst, Tiger. Ich weiß nicht, ob ich ein Tiger bin. Ich hol mir was zu trinken und wenn ich zurückkomme, hast du sie geschafft. Okay. Also, Chat, folgende Situation. Wir müssen die Mission jetzt irgendwie hinbekommen. Ich weiß noch nicht ganz wie. Ich neige nämlich dazu, in der Mission ein, zwei Mal immer zu scheitern, aber ich werde mein Bestes geben. Will ich sagen, dass ich besser als Johnny bin? Yes. Deswegen werden wir das im Großen und Ganzen auch hinbekommen. So, folgende Sache. Wir haben auf den Schalter. Okay. Ich weiß, wie das jetzt aussieht. Wir haben auf den Schalter. Acht rote Münzen, viel Glück. Wir nehmen den Mittelschnellen. Wir wollen nämlich nicht zu schnell sein, aber nicht zu langsam. Und zu langsam ist es problematisch. Und jetzt die Kunst an dem Ganzen ist, man muss der Reihe von den Münzen folgen. Es gibt hier eine gewisse Reihenfolge, die man an den Tag legen muss, um das Ganze zu schaffen. Nummer 4. Das heißt, wir haben die Hälfte. Die goldene Mitte. Viel kann nicht mehr schief gehen. Da vorne ist Nummer 5. Wenn weiter der Reihe der Münzen folgen, verpassen wir keine Nummer 5. Okay. Die Münzen gehen weiter. Bleiben konzentriert. Jetzt weiß ich nicht mal, wo es weitergeht. Nummer 6. Nummer 6 ist gut. Das ist die goldene 2, 3 Viertel. 3 Viertel der Münzen. Da unten, da hinten zwischen den beiden Booten, das ist die Königsdisziplin. Nummer 7. Okay. Frage ist nur, wo ist Nummer 8? Nummer 8 ist das, was uns vom Sieg trennt. Und da ist Nummer 8. Ich habe das Gefühl, dass Johnny schon lange am PC sitzt mit der Flasche in der Hand und er wartet nur auf seinen Moment, wenn ich die Mission geschafft habe, dass er wiederkommt und sagt, wow, genau im richtigen Moment bin ich da. Und das ist okay. Nummer 8. Erster Versuch. Bin ich besser als Johnny? Ja. Ist dementsprechend offiziell bewiesen? Exakt. Oh, Moment. Jetzt kommt die Königsdisziplin. Yes! Hey, Johnny. Ist das dein scheiß Ernst? Ist das dein verdammter scheiß Ernst? Ja. Ich komme hier in das Zimmer und denke mir so, selbst wenn er es im First Teil schafft, so schnell kann er nicht sein. Du bist dran. Darfst du eine Mission aussuchen? Nein, das glaube ich nicht. Du hast doch gerade ein Video angemacht. Verdammte Scheiße, ich kann nicht mal einen Schluck von meiner Pepsi nehmen. Das war ziemlich gut. GG, Moggy. Nein, ohne Witz, ich habe gerade Respekt vor dir. Der Trick ist, man muss der Linie folgen. Ich kann, ja, aber das kann ich nicht. Oh, die allerbeste Mario Morgana-Mission. Oh Mann, die scheiß Mario Morgana-Mission. Du hast aber auch ein Glück heute. Ja, also ich suche mir immer die Creme de la Creme. Sag mal. Null Treffer bisher. Das war einer. Ach fuck, das war wieder der falsche Knopf tatsächlich. Ich komme wirklich nicht mit dem Düsenwechselknopf klar. Wieso findest du den da gut? Er ist schrecklich an der Stelle. Ich habe halt auf X. Ja, aber X ist aber ganz oben. Da kommt man am schlechtesten hin. Nein, Y ist ganz oben. Der ist trotzdem ganz oben bei mir.
Was? Was hast du für einen Controller? Der Düsenwechselknopf ist bei mir der oberste. Ich hätte ihn gerne links. Nein, der oberste Knopf ist Y. Du hast doch kein, du hast gar keinen Xbox 360 Controller. Doch, wie können wir denn andere Einstellungen haben? Der oberste Knopf ist doch Y bei dir. Also auf dem Controller steht da Y, ja. Ja, und der ist bei mir in die Ego-Perspektive gehen. Ja, ich will auch die Düse wechseln. Die Düse auf Y wechseln? Nein, der oberste Knopf. Ja. Was machst du damit? Da geht man in die Ego-Perspektive, wenn man ihn drückt. Nee, bei mir wechselt man damit die Düse. Was? Wie kann das sein? Keine Ahnung, der Controller funktioniert nicht. Wenigstens bist du gerade bei Mario Morgana. Oh, hätte ich den Knopf fürs Düsewechseln gefunden, hätte ich mich gerettet. Ich wollte gerade sagen, wenigstens bist du bei Mario Morgana besser als erwartet. Allerdings habe ich dann herausgefunden, dass ich damit ziemlich falsch lag. Normalerweise bin ich darin sogar ziemlich gut, aber willst du mir mal erklären, wie ich auf solch dünnem Gelände manövrieren soll? Mit Delay. Weiß nicht, du hast deinen Skip vorhin hinbekommen. Ich habe aber Delay. Was soll das? Wieso? Ja, auf dem Scheiße. Sitzt ihr beide zusammen auf einer Couch? Yes, selbstverständlich. Hey Johnny, reich mir mal den Hoden. Nein. Jetzt habe ich ihn aber gleich. Reich mir das Kissen, ich bin müde. Was war das eigentlich gerade für ein schlechter Joke mit dem Hoden? Willst du mir das vielleicht nochmal erklären? Das war kein Joke. Habe ich irgendwas verpasst? Du sprichst gerade so schwer mit anzuhören. Warum? Was stimmt damit nicht? Gibt's nach dem Stream noch Netflix und Chill? Yes. Worüber haben wir denn gerade gesprochen? Drück A. Ich hab keine Ahnung. Scheinbar mal, was ihm unangenehm. Okay, pass auf, ich will Pepsi, okay? Welche so, Sorte? So, jetzt erstmal eine Pepsi! Welche Sorte von Pepsi? Die Pepsi. Alter, guck mal, der trinkt Pepsi. Oh, die Shitwelt. Wir haben die Shitwelt frei. Oh mein Gott, wir haben schon drei Welten geschafft, weißt nice, du was? Nice, die Shitwelt. Ich glaube, ich würde gerne die Düsen freischalten. Für die Overworld hier, damit man da ein paar spaßige Missionen machen kann. Auf zum Yoshi-Karussell! Das kommt noch nicht, aber auf zum Yoshi-Karussell! Ich glaube, ich ersticke an der Kohlensäure. Das ist okay, wir alle ersticken irgendwann an der Kohlensäure. Ist mir in die Nase gestrichen. Alter, der Tiki-Tamer, das ist mein Man. Oh, die Strandkanone. Diesmal mache ich nicht diesen seltsamen Trick, der funktioniert bei mir eh nie. Wie tief muss man fallen, um Pepsi zu mögen? Pepsi ist nicht schlimm. Ich finde Coca-Cola auch besser, aber... Nein. Hin und wieder eine Pepsi ist okay. Warum sollte man Coca-Cola besser mögen? Mehr mögen. Oder weil besser Pepsi finden? Zu süß ist. Was? Nein, eher umgekehrt. Nee, also die Tests haben gezeigt, dass Versuchspersonen immer Pepsi besser finden, wenn sie Probeschlücke bekommen haben. Also die haben so kleine Pinnchen von Cola getrunken und dann sollten die entscheiden, welche die beste ist. Und da hat Pepsi gewonnen. Aber es hat sich rausgestellt, dass das nur der Fall ist, weil die Leute halt die süßeste am besten fanden, weil sie davon nicht bis so viel trinken mussten. Wenn man aber ein ganzes Glas davon trinken soll, dann ist Coca-Cola für die meisten die bessere Entscheidung. Das ist fast interessant. An sich ist aber trotzdem immer noch Geschmackssache. Hey, mach doch den Moggy-Skip. Nein. Das hast du beim letzten Mal ziemlich gut gemacht. Ich will den Kampf aber richtig machen. Das ist okay. Ein guter Kampf, okay? Ist ja gut. Macht Spaß, siehst du es nicht? Nee. Das ist ein guter Kampf. Kannst du es nicht versuchen? Nein. Einmal? Nein. Wenn du es nicht schaffst, musst du es ja nicht machen. Okay. Also ich muss das... Ja, genau. Nee. Und das von hier aus. Von ganz nah dran. Von so nah dran, dass er halt, wenn du B drückst, berührst du ihn eigentlich schon. Okay. Viel näher dran. Ja, 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 okay. Achso, okay. Also, ich muss noch näher an ihn dran. Ja, erstmal muss komm er wieder raus. Ja. Dann gehe ich hier runter quasi. Und du musst B früher drücken. B früher drücken, okay. Ups. Du musst schon den Rückwärtssalto schon hinkriegen. Also. Oh, ich dachte gerade, der magische Sand wäre wieder da. Klappt nicht! Doch, das klappt. Okay, schieß nochmal. Das war so gut wie richtig. Früher B. Ach.
So im Sprung. Früher. Nicht erst, wenn du am höchsten Punkt bist. Alter, was war das? Alter, das habe ich auch noch nie gesehen. Es hat Alter, fast Mogi, geklappt. Mogi stirbt. Okay, entweder ich schaff's jetzt oder ich sterbe. Oh mein Gott, du hast es fast geschafft. Das ist aber doch bescheuert. Aber wieso drückst du B immer so spät? Was ich wüsste, wann man B drücken muss, genau. Naja, so im Sprung. Also so, du drückst A und direkt B. Egal, du bist dran. Stimmt. Warum habe ich dich dazu überredet? Du hättest die Mission auch einfach regulär machen können. Nein, nein, du machst die Mission, das ist okay. Wenn ich schaffe, nur komische Speedrun-Skips machen und ich kann keinen davon. Das ist fürchterlich. Du hast ihn beim letzten Mal geschafft, sonst hätte ich dich nicht herausgefordert, das nochmal zu machen. Das stimmt, das stimmt. Und von der Z-Noodle-X Resubscription, wie vielen Dank. Als wir den Marius Hasche Multiplayer-Modus gespielt haben, da hat Mogi den hingekriegt, okay. War es im Multiplayer? Ja. Ah. Ist sogar ein Video drin. Echt? Mhm. Ja, das war, das Video war okay. Hey, Johnny. Ich bin daneben gehüpft, hast du gesehen? Guter Skip. Gute Arbeit. Danke, ich weiß. Wo lernt man denn sowas? Ich bin in der Abendschule. In der Abendschule? Ich schaff's nicht. Es ist wahrscheinlich wirklich schwerer, als man denkt. Verdammte Scheiße. Diese Kannst Kanonen sind ziemlich nervig. Und du Alter, hast du mir das Vorwürfe. Gesehen? Und du machst mir Vorwürfe. Das Problem ist, ich ziele auch nicht richtig. Ich würde gar nicht ins Loch fallen, selbst wenn ich es richtig machen würde. Ja, du machst es trotzdem falsch. Sag ich doch. Warte mal, war das nicht so, dass man... Moment, aber du hast es beim letzten Mal doch auch geschafft. Frag mich doch nicht, ich hab keine Ahnung. Die Banane Alter, das ist eine Banane aus dem Sand. Eine Sandbanane. Eine Sandane. Wieso kriegt man hier eigentlich Schaden? Was war das? Ich habe weder Schaden noch sonst was bekommen. Das war fucking seltsam. Das ist alles seltsam. Okay, okay, letzter Versuch. Sonst sterbe ich ja sowieso. Verdammte Scheiße, ich glaube, er darf keine Kanone in der Hand halten. So, Mogi, du darfst es regulär machen. Wir machen es jetzt richtig. Wir machen jetzt den besten Kampf aller Zeiten richtig, okay? Nutzt du auch so eine Hülle für deinen Controller? Ich habe gehört, Johnny hat schmutzige Finger. Ja, das tue ich. Komisch, normalerweise war das immer voll easy. Bevor man meinen Controller anfassen darf, muss man sich immer aus dem Einweg-Handschuhspender welche rausnehmen. Tatsächlich habe ich gerade ziemlich eklige Fingernägel. Die werden bei mir immer schmutzig, wenn ich Tastaturen benutze aus irgendeinem Grund. Das ist dann die Tastatur schmutzig. Ja, wahrscheinlich, aber es sind nicht nur meine Tastaturen, es ist immer... Keine Ahnung, die werden am schmutzigsten, wenn ich sowas mache. Wenn ich Gartenarbeit mache, sind sie nicht so dreckig. Ich reinige sie jeden Abend. Oder immer, wenn sie dreckig sind halt. Also jeden Abend. Ja, aus irgendeinem Grund, immer wenn ich viel Tastatur benutzt habe, sind die echt schnell... Da sind so schwarze Ränder dann drunter, ich weiß nicht warum. Hat noch jemand das Problem? Natürlich mache ich Gartenarbeit, wer soll es sonst machen? Der Gärtner? Ich denke doch wohl nicht. Wir haben keinen Gärtner. Und von Misanthrop Subscription. Wie vielen Dank. Okay, wir haben die Mission. Dann schneidet ihr die Nägel kürzer. Mein Gott, die sind völlig normal. Ich kann die doch nicht immer so kurz halten wie jemand, der nervös drauf rumkaut. Das ist so eine Sache, die ich nie verstanden habe mit Nägel kauen. Ich meine, ich habe mir auch irgendwann mal gedacht, das klingt so, als würdest du sagen, ich habe nie verstanden, warum Leute im Rollstuhl sitzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht ein sehr drastisches Beispiel ist. Es ist ein sehr drastisches Beispiel, aber das, der Sinn kommt trotzdem gleich. Nein. Es ist ein nervöser Tick. Auf jeden Fall, wenn ich jemand versucht habe, ich dachte mir, Mann, Nägel kauen, probieren wir das mal. Ich habe mir sagen lassen, dass das alle Kids auf dem Pausenhof reden darüber. Was? Dann habe ich es probiert. Ich dachte mir, das werde ich nie wieder machen. Das ist fürchterlich. Das ist doch nichts, was man sich irgendwann mal aus... Also was man einfach mal so, ach ja, das probiere ich mal aus. Ja, ganz nice. Ist mir schon klar, wo seid ich? Ich war ein Kind. Ja gut, das stimmt.
Oder hat irgendjemand es tatsächlich geschafft, so eine zwanghafte Nägelkau-Verhalten zu entwickeln, obwohl er es eigentlich nur mal ausprobieren wollte? Bestimmt. So, ich könnte es ja mal probieren. Oh, das ist ziemlich gut. Ich meine, man hört davon, denkt man sich so, ja gut, dann sehe ich mal, was damit auf sich hat. Und ja, aber das hat man doch eigentlich meistens süchtig angefangen, weil man nervös ist oder so. Wir alle sind irgendwann mal nervös. Ja, und für einen Nägelkauer fühlt es sich dann richtig an, die Nägel zu kauen. Nicht für irgendwelche Wannabes, die sich denken, oh, das ist das Coolste am ganzen Block. Ey, übrigens, ich werde mal kurz aufs Klo gehen. Währenddessen kannst du eine schöne Mission aussuchen. Nägelkauen ist der totale Trend. Ich wünsche dir viel auf dem Klo. Erfolg. Dankeschön. Ich wünsche dir ebenso viel Erfolg. Alter, Leute, meint ihr, Moggy setzt jetzt einen Bob in die Bahn? Rote Dukaten im Piratenschiff. So könnte man das, was Moggy gerade macht, auch beschreiben. Oh Gott, warum auch immer, aber ich habe gerade... Was? Warum? Ich kann die Mission nicht auswählen, Jungs. Hat Moggy irgendwas gedrückt? Moggy hat doch jetzt aus Versehen irgendein anderes Fenster angeklickt. Oh, das ist so unangenehm. Ich kann nichts tun, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Er geht den Jürgen würgen. Alter, wenn ich höre mich selbst. Das Programm filtert, ich höre ja auch den Ton des Spiels und es filtert raus, wenn ich rede. Wenn ich einen Controller-Tasten drücke, filtert er das tatsächlich nicht raus. Ich kann das hören. Ha! Und wie geht's euch sonst so? Ich meine, wir sind hier jetzt so lange gefangen. Wir sollten das Beste draus machen. Mein Tag war in Ordnung, ich habe ziemlich viel gelernt. Ich war in der Uni. Ich habe Pizza Oliven gegessen. War ziemlich gut. Und billig. Mir ist aufgefallen, es lohnt sich wenn man Pizza bestellt, die normale Grundpizza zu nehmen mit nur einer Sache drauf oder so. Weil sobald man so zwei, drei Sachen drauf tut, geht der Preis einfach ins unermesslich hohe und man kriegt halt immer noch nicht so viel. Und deswegen nehme ich mir in Zukunft wahrscheinlich vor, eine große Pizza mit nur einer Sache drauf zu nehmen. Und das kostet dann genauso viel wie... Ach du Scheiße! Ich glaube, Moggy ist gerade beim durch die Tür gehen hingefallen. Oder er hat seine drei Sicherheitsschlösser geöffnet. Wie es aussieht, ist er immer noch nicht zurück. Was mich umso mehr gerade vermuten lässt, dass er hingefallen ist oder so. Was? Bist du gerade beim durch die Tür gehen gestolpert? Nein, ich habe die Tür nicht ganz zugemacht. Aus irgendeinem Grund kann ich nichts machen. Und dann muss ich... Jetzt? Ja. Ich habe doch gesagt, er hat auf ein anderes Fenster geklickt. Ah ja! Der Vollidiot. Das heißt, ich X-Bild gemutet hab. Ach so. Das macht Sinn. Hallo, kleines Mädchen. Ich stoß manuell vorbei. Auf jeden Fall habe ich gerade erzählt, dass meine neue Pizza-Bestellstrategie, um Geld zu sparen, ist, nicht mehr eine mittlere Pizza mit drei Toppings zu nehmen, sondern eine große Pizza mit einem Topping. Schmeckt nämlich auch ziemlich gut und man kriegt viel mehr. Ich dachte, du willst irgendwie... Drei Toppings sind sowieso Overkill. Ich dachte, du willst eine Ratte oder so drauflegen und dann Gesundheit. Wenn die Pizza ankommt und sagst du, was macht die Ratte darauf? Dann sagen sie, oh shit, dann werden wir ihnen Geld zurückgeben und sagst du, schon besser. Das wäre natürlich auch eine ziemlich gute Strategie. Und dann ist es um die Ratte herum. Aber ich brauche... Oder es ist meine lebende Hausratte. Und sie kann sich totstellen. Wie heißt sie? Ich bin gerade wirklich nicht so gut darin, diese rote Münze da zu holen. Das so ist heißt niemand. Sie. Wie das heißt ist, die Ratte? Das ist kein guter Name, ich weiß. Das hat eine schlechteste Mission aus dem Spiel irgendwie. Ich hasse sie wirklich. Es ist immer so. So blöd und nervig einzuschätzen, wo die Münze jetzt ist. Oh Gott, ich. Mit dem Delay ist das halt aber auch echt unmöglich gerade. Der Delay ist wieder schuld. Ich weiß nicht, wieso du das immer so darstellst, als wäre das eine Ausrede. Es ist. Nein, das ist keine Ausrede. Es ist indiskutabel, dass du weißt, dass ich ein Delay habe. Nein, wie gesagt, das ist keine Ausrede, das stimmt schon. Ich kann nicht mit 0,0 Sekunden Reaktionszeit ein Spiel auf deinem PC spielen. Wie stellst du dir das vor? Ich weiß es nicht.
Du machst mich wütend, okay? Nein, 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 nein. Du gaukst den Leuten nämlich tatsächlich vor, dass das, was ich gerade abliefer, meine normalen Sunshine-Gameplay-Leistungen sind. Definiere bitte mal gaukeln. Und das ist nicht okay. Ich würde sagen, es entspricht definitiv der Wahrheit. Okay, gaukeln ist Varieté sehr verbreitet, glaube ich. Apropos, ich war vor kurzem an dem guten alten Muttertagsausflug, erinnert euch daran, Chat. Was? Davon euch erzählt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, niemand weiß es. Ich kenne die Geschichte nicht. Ich glaube, ich habe es mir kurz angemerkt. Wie auch immer, als Muttertag war, da war halt so ein Familientreffen und sowas. Da waren wir dann auch in so einem Shit-Spielplatz, wegen den Kindern und sowas. Da ist mir eine Sache bewusst geworden. Alter, ein Shit-Spielplatz, da wollte ich immer mal hin. Shit-Spielplatz, ja. Da ist mir eine Sache bewusst geworden. Es gibt für mich kein Zurück mehr. Ich wäre zu groß für die Schaukeln auf dem Spielplatz. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist eine Sache, die ich nicht mehr machen kann in meinem Leben. Ich bin zu groß für die Schaukeln. Dabei ist der Mogi gar nicht so ein großer Mann. Ja. Das ist eine traurige Geschichte. Ja. Ach, hier ist ein breites Gesäß und so lange Beine. Das funktioniert nicht mehr. Schaukeln und ich, die Zeit ist vorbei. Das ist traurig. Nie wieder schaukeln. Ja, nie wieder schaukeln. Außerdem. Das ist keine schöne Geschichte, Mogi. Gib dir mal Mühe. Außerdem meinte die Polizei, dass ich mich dem Spielplatz besser nicht mehr nähern sollte. Habe ich gesagt, ja, das klingt fair. Man muss dazu sagen, sie tun nur ihren Job. Ja. Und du auch. Ja. Und mein Job ist... Ich wollte nur ein Zuschauertreffen machen. Oh, ist das hier das... Nein, den Joke mache ich nicht. Meinst du, ich spring vorbei? Ja. Nein. Alter. Aber Morgi, es gibt doch die Liebesschaukel. Ja, ich weiß nicht, ob ich da reinpassen würde. Specky, passe ich auf die Schaukel, was für eine Überraschung. Hey. Ich meine, es ist wahr, aber es bedeutet nicht, dass mein Gefühl deswegen nicht verletzt. Ja, warte mal, ist der Umfang das Problem? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht versucht, mich reinzusetzen. Ach so. Hast du vor mir gesehen und ich dachte mir, nee, die ist allein schon so tief am Boden, das wird nicht gut gehen. Ja, das stimmt. Ich habe da nicht versucht, mich reinzusetzen. Du bist dran. Oh, okay, ich dachte, du willst noch eine Mission aussuchen. Also die Musik würde mir besser gefallen, wenn es nur Möwengeräusche wären. Fehlt uns nicht jetzt noch Mario Morgana aus Bianco Hill? Oh mein Gott, wir können das Spiel heute noch durchspielen. Monte Bianco. Ja, du vergisst so. die Hotelwelt. Oh, Moment. Oh mein Shit, es gibt noch die Hotelwelt, dann gibt's noch die mit dem roten Ketten unten. Oh fuck! Ich hab die komplett vergessen, die beiden Welten. Und Noki Bay. Was ist Noki Bay? Achso, nee, an die habe ich noch gedacht, die, wo man die Sonne schauen muss. Ich habe gerade überlegt, wie die heißt. Hier im Deutsch-Italienischen. An die habe ich noch gedacht. Übrigens, ich finde diese Yoshis hier seltsam. Das Spiel kriegen wir trotzdem in 5 Stunden durch, würde ich sagen. Nicht Yoshis, sondern die Schildkröten hier. Sie haben ein bisschen was, sehen aus wie ein... Ich weiß nicht, sehen ein bisschen aus wie eine Milka-Kuh. Alter, weißt du, woran die mich erinnert haben? Ich hatte mal so... so ein Spielzeug-Krokodil, so ein Kuscheltier-Krokodil, das hatte unten, warum auch immer, einen Reißverschluss und da waren dann Baby-Krokodile drin. Das ist ziemlich abgefuckt, aber es war halt auch irgendwie niedlich, muss man sagen. Okay. Also hatte ich ein paar Baby-Krokodile und ich konnte sie zurück in die Gebärmutter ihrer Krokodilmutter stopfen und mit Reißverschluss zumachen. Ich hatte viel große Freude daran. Ich weiß nicht. So, pass auf, und die sah ein bisschen so aus. Und dann hatte ich tatsächlich noch solche Eierschalen. Und die haben reingestopft. Wow, die haben das von meinem Spielzeug abgeguckt. Oh Gott. Ich meine die Schildkröten. Johnny hat einen komischen Fetisch. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Die sehen ein bisschen aus wie die Kuscheltier-Krokodile, die Viecher. Also bei mir ging es nur um Milka-Schokolade. Bei dir ging es darum, jemanden in den Unterleib wieder reinzustecken. Nein, stopp! Stopp, okay. Die sehen zwar ein bisschen so aus, aber das, woran es mich tatsächlich erinnert hat, ich wusste, dass es ein altes Spielzeug von mir war, aber es ist gar nicht die Krokodile gewesen. Ich habe mich jetzt ganz umsonst bloßgestellt mit meiner komischen
Fetisch-Krokodil-Mama. Was war das denn für Spielzeuge? Tatsächlich hat es mich an so eine aufziehbare Schildkröte für die Badewanne erinnert. Aufziehbare Schildkröte für die Badewanne? Ja, die hatte auch solche Flossen wie die hier, also solche Schildkrötenflossen. Und die haben sich dann gedreht und dann konnte die durch die Badewanne robben, schwimmen. Paddeln. Paddeln ist ein gutes Wort. Hm. Das erinnert mich daran, es gab auch immer wieder mal Mickey Mouse Heft und so. Es gab so kleine, so Bullshit-Badewannenspielzeug. Es waren dann so kleine, so kleine Shit-Tierchen, die man irgendwas reinpacken konnte. Was man reinpacken sollte in sie war Backpulver. Und wenn man das macht, dann. Ach ja. Steigen sie irgendwie in der Badewanne so ein bisschen auf und sinken sie wieder ab und so. Aber eigentlich steigen sie nur ein bisschen auf. Man denkt sich so, Mann, das ist, wenn jetzt einfach nur Luft drin wäre, würdest du aufs Gleiche hinauslaufen. Ja. Stellst du jetzt noch Backpulver im Wasser? Das ist ja fantastisch. Die Mickey Mouse Beilagen waren immer ziemlich enttäuschend. Oftmals ja, das stimmt. Es gab vielleicht ein, zwei, die waren ganz cool. Aber ich weiß noch, da sollte mal so ein Ding dabei sein, worin man viereckige Eier machen kann. Das war das richtig. Das hat funktioniert. Nein, das war bei richtig. Bei mir so hat's drauf funktioniert. Willst du mich verarschen? Wie? Bei mir hat's funktioniert. Als ob du es ausprobiert hast. Ich hab's ausprobiert. Wie hat das funktioniert? Weiß ich doch nicht, ich erinnere mich aber noch daran, du bist übrigens dran. Hm. Vielleicht mit hätte den ich Details die Eier bin kochen. Ich auch nicht mehr vertraut, aber ich meine, bei mir hat es funktioniert. Vielleicht musste man die Eier kochen und schälen. Ich dachte, man kann das normale, ungekochte Ei viereckig machen. Was? Nein! Nein, das habe ich nicht gedacht. Okay. Und von der Bird of Hermes 99 Resubscription. Vielen Dank. Was? Nein! Oh, wisst ihr, was das Bescheuertste extra aus dem Mickey Mouse Heft und sowas immer war? Ja. Ich fand sie auch immer super. Es waren diese komischen Klebehände. Ja, die waren super. Aber immer an die Wand klatschen, so flatsch. Damit konnte man in der Schule das Papier, was beim anderen auf dem Platz lag, einfach wegnehmen. Oh, die waren super. Ja. Aber das Problem war, nach meinem Tag konnte man sie wegwerfen, weil sie voll mit Fusseln und irgendwelchen Haaren waren. Komplett fusselig und nicht mehr klebrig. Es hat nichts mehr geklebt und wenn man versucht hat, sie mit Wasser sauber zu machen, das konnte man nicht mehr retten. Oder sie sind einfach gerissen. Was habe ich gerade gemacht? Wo will ich überhaupt hin? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte gerade nochmal die Dukaten holen. Das ist nicht mein Job. Oh, und es gab auch, hattest du den Handelektroschocker? Och Mann. Ja, der war so scheiße. Das war nicht mal Elektroschocker. Hat ja, ich dachte, der würde wirklich Elektroschocken. Aber eigentlich waren es nur Gummibänder, die so ein komisches Plastikteil rotieren haben lassen. Ja, und dann dachte ich immer, wenn irgendwo in der Serie oder so sie so einen Stromschock hat, dachte ich mir, oh, die sind wirklich halt super lame. Ja, dabei gibt's die wirklich. Was machst du also, da? Also, die gibt's tatsächlich wirklich. Was mache ich da? Das gibt's seltsam. Ich weiß gerade gar nicht, was ist eigentlich. Was? Du musst auf die andere Seite. Ich will hier hin, oder? Ja, hier willst du hin, wenn du einen Skip machen willst. Nein! Dieser Johnny. Tiefenwahrnehmung war nie seine Stärke. Es ist nicht die Tiefenwahrnehmung. Aber sie. Sie ist auch nicht. Naja. Es. Ich bin in einer Zwickmühle. Warum? Wenn ich es immer auf den. Ja, wenn ich es immer auf den Delay schieb, tust du so, als wäre das kein tatsächlicher Grund. Ist es aber. Nein. Du kannst mich mal. Nein. Oder die Uhrzeitkrebse sehe ich gerade. Die Uhrzeitkrebse hatte ich nie. Ich muss immer im Voraus drücken. Das ist scheiß anstrengend bei solchen Sachen wie präzise landen. Guck dir das an. Hattest du mal die Uhrzeitkrebse? Als ob irgendjemand die mal hatte. Warum hält Mario sich nicht fest? Ich glaube, Uhrzeitkrebse gab es auch nie im Mickey Mouse Heft, oder? Die gab es mehr so im Ips. Das Ips Heft gab es doch zu unserer Zeit auch nicht mehr. Das stimmt. Ist doch ja so ein alter Männerheft. Meine Fresse, ich weiß gerade, jetzt hat das nichts mit dem Delay zu tun. Ich weiß auch nicht, was für einen komischen Weg du versuchst zu gehen. Ich wäre einfach bloß da hoch. Ich hatte welche. Ich wollte immer welche haben, nicht so sehr, aber ich dachte mir, ich glaube, es könnte ziemlich cool sein. Ich glaube, es wäre auch ziemlich cool. Muss ja nur eine Möglichkeit finden, wie man sie sehen kann. Es ist einfach nur, eine Lupe. Oh, warte, ihr wusstet, der Typ, der das mit den Uhrzeitkrebs und sowas,
die als, oh, als ein Kinderspielzeug quasi groß gemacht hat und sowas. Der Typ, der auf die Idee kam. Er war auch, ist der gleiche Typ, der zum Beispiel auch den Pet Rock erfunden hat. Der gute alte, das Haustier Stein, der gute Rocky. Ich wäre fast so sauer geworden. Der Typ ist oder ist eventuell nicht auf Kuckucksklan-Treffen unterwegs. Es gibt Videos davon. Alter, das Ding mit dem fucking... Das hat doch auch mit dem Pet Rock nur funktioniert. Oh! Willst du Yoshi holen? Ich glaube, er will Yoshi holen. Jetzt überlege ich mir gerade Urzeitkrebse zu kaufen. Ich weiß nicht, ob sie einen heutzutage noch begeistern könnten. Jetzt, wo wir daran gewohnt sind, spannendere Dinge zu haben. Du könntest eine Dreamcast kaufen mit dem Spiel Seaman. Und dann machst du Seaman. Das war so kompletter Bullshit. Das war ziemlich lustig. Und solche Dinge müssen ja am Delay liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so doof bin. Du kannst es dir vorstellen, ich nicht. Urzeitkrebs, der Aufziehungsstream. Ich glaube, der... Urzeitkrebse sind scheiße. Das Problem ist, man kann da nicht viel machen. Da passiert nichts. Ja, das bei dem Aufziehungsstream ist halt so, hey, da ist das Glas und da ist die eine... Okay, warte, am Anfang, wenn man es vorbereitet, dann okay, muss ein bisschen... das Wasser ein bisschen vorbereiten und alles. Da hat man das gemacht, dann ist so... Man hat da nichts zu tun. Es passiert halt nichts. Nur ein bisschen warmes Wasser. Muss vielleicht und die sterben dann so scheiß Futter reinpacken oder so. Die sterben so leicht. Hoppla. Alter, jetzt mache ich den Trick. Das war kein... Das war kein guter Trick. Warum ist die Banane? Was? Was? Warum ist... Warum war die Banane Mario auf dem Dach so selten? Das vergiss es einfach, Banane, okay? Du bist mir nicht geheuer. Das war eine komische Banane. Lecker. Die Frage ist nur, was ist jetzt dein Ziel mit Yoshi? Warte mal, wie geht das nochmal? Ich muss auf die Palme rauf. Und dann... Was zum Fick willst du machen? Wie war denn das nochmal? Unter Piazza Delfino kommen. Kennst du auch von hier aus? Da muss man doch... Muss man nicht einen Dreisprung machen oder so? Ja... Ich glaube, du musst schon die richtige Stelle dafür wissen. Welche du, glaube ich, gerade nicht weißt. Doch, die ist da an der Dachkante. Das versucht ja mal die ganze Zeit, ich weiß nicht. Okay, lassen wir das. Wo es jetzt natürlich YouTube Premium gibt, die wollen 12 Euro pro Monat, damit man Werbung hat und Zugriff auf Musik und Originals hat. Ja, YouTube Red wurde also, sag ich vorhin schon gehört, YouTube Red wurde also scheinbar auch hier rausgebracht, wobei die 12 Euro einfach mal so utopisch hoch sind. Es ist fürchterlich. Vor allem kann man davon einen Creator unterstützen mit diesem Support-Feature? Ich denke nicht. Ja, es ist 12 Euro dafür. Für wie wichtig hält sich YouTube? Zu meiner Zeit waren Urzeitkrebse der Super. Ich hatte viele, bis ich aus Ersehen in das Glas mit denen leer getrunken habe. Verdammter Durst. Verdammter Durst. Verdammter Durst. Ich geb's auf. Wie dem Dank, Hans. Ich hab das Gefühl, ich schaff hier gar nichts mehr in dem Spiel. Das ist okay. Oh nein! Nein! Das wird doch auch. Die magischen Mantas! Das war die zweite Mission, warum Wollo gegen mich gewonnen hat. Ich bin hier einmal gestorben. Kann man bei der Mission sterben? Du bist sicher, dass der Delay schuld ist. Nein, in dem Fall nicht. Mann, der Delay ist schuld bei solchen Fehlern, wie ich spring daneben. Ich weiß. Als ob es Leute gibt, die Mission nicht mögen, die ist 1A. Die ist erste Sahne. Spitze. Diese Mission ist der schlimmste. Der ist Hammer. Nein, die ist fucking schlimm. Was? Die ist scheiße. Die ist richtig Sahne. Wieso ist die Sahne?
Das war in Witcher 3 mal. Wieso stehst du auf Sahne? Nein, nein, pass auf, lass mich den Joke erzählen. Es war in Witcher 3. Ich lass dich jetzt nicht den Joke erzählen. Leute, wir reden jetzt über was anderes. Da gab es einen Jungen, der fand irgendwas gut. Und irgendwo bei so einer random Vorstellung hat der gesagt, fricht er voll Sahne. Oder irgendwie sowas. Was zum Fick? Nee. Soll oh, Sahne. Oh, Sahne. War das einer ich von will nen Stream, wo Moggy und Johnny Yoshi Saft trinken. Und außerdem das, sind Ortzeitkrebse wirklich kacke. Kristalle waren der Shit. Oh mein Gott, Kristalle? Die wollen oh, ziemlich cool. Wie dem denn? Wer bin wir? Alter, ich hab mein Kristall gezüchtet. Das war ein perfektes. Scheiße, wenn ich jetzt noch den Namen für die geometrische Form wüsste. Zwei Pyramiden. Unter und übereinander, verstehst du? Pris? Ja, sowas. So ähnlich. Also 8 Seiten sozusagen. Wie lange dauert sowas eigentlich? Das war nur so ein paar Wochen. Ist das unser Stream-Projekt? Wollen wir Kristall züchten, Chat? Nein, das war scheiß cool, diesen Kristall zu haben, aber ihn zu züchten war sau langweilig. Oh, kannst du mir auch Gruß aufhören, mir alles kaputt zu machen? Ich will doch nur eine gute Zeit haben, Johnny. Ich will dich eigentlich nur vor Cancer bewahren. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, Moggy. Ich will doch einfach nur Spaß haben, aber Johnny erlaubt es nicht. Oh mein Gott, als ob du nicht auf dem Strand kämpfst. Kein Wunder, dass du stirbst. Doch, doch, aber doch erst am Ende. Nein, man fängt ja schon. Ja, gut. Nein, die kommen sonst doch gar nicht dahin. Willst du mich verarschen? Doch, doch, die kommen schon her. Ja, aber. Das ist nicht die Strat, du verwechselst da was. Das heißt Strat? Ich sterbe in der Mission nicht. Ja, du aber, schon, also. Ja, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich will jetzt Speedrun machen, ich will nur nicht sterben. Ich will auch kein Speedrun machen, aber die kommen halt nicht zum Strand, wenn die noch nicht rot sind. Also bringst du ja auch nichts zum Strand zu gehen, wenn sie noch nicht da sind. Ich habe letztes riesige Salzkristall gezüchtet. Ah, Kristall jetzt. Ich glaube, es könnte. Warum müsst ihr irgendwie sowas machen für den Stream? Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Sowas wie zum Beispiel, wollen wir uns einen Hund zulegen, Chat? Können wir sehen, wie er langsam ranwächst. Ah, lass mich in Ruhe! Ich nenne ihn Waldgeist X, Waldgeist X. Gelingert hatte ich sowas irgendwann mal. Ich finde, dieses Geräusch ist so befriedigend, wenn die sterben. Ich liebe das, wie sie einfach zu diesen Rauchwolken blasen werden. Ja, und das Geräusch cool. Wird. Ah! Und oh, so bin ich gestorben. Schick. Warum spammst du und warum machst du nicht einfach R und A spammen? Du hast recht, warum mache ich das nicht? Jetzt haben wir das Problem gefunden. Ich dachte tatsächlich, dass es bei denen gar nicht so effektiv Wasser, ist, aber es ist scheiße effektiv. Ja. Fuck, warum habe ich das... Oh Gott, ich hätte gegen Wollo gewonnen. Wenn du so auf dem Gamecube spielst, wird das scheiß laggy, wenn man das macht. Echt? Mhm. Ich hab's geschafft, Alter. Alter. Von Crowridge, Resubscription. Warte, ich dachte, ich fange erstmal von vorne an. Ich hab's vergessen. To be honest, I'm so happy right now. Okay. Ich freue mich auch über Resubscription. Vielen Dank. Ich auch. Oder so. Kannst du dir ein Pferd kaufen und majestätisch den Sonnenuntergang reiten? Das Problem ist, dass ich für ein Pferd dann auch einen Stall bräuchte. Ich hab nicht mal einen Keller. Ich hab nicht mal einen Keller. Und wenn du einen hättest, würdest du das Pferd reintun. Ich mein, Chat. Ich Jumper, der Vermieter darf nichts mitbekommen. Hier sind ein paar Karotten, ich hab das sollte bis Besuch. Morgen reichen. Das ist was Privates. Nein, ich sage, das ist eine Ausrede in dem Fall, nur als ob ich da ein bisschen. Ja, hätte. Aber die Nachbarn denken was ganz anderes. Oh, du bist eine Karotte. Du bist eine gute Stute. Das ist eine gute Stute. Scheiß auf die gute Ute, es gibt nur die ungute Pute und die gute Stute. Na, ich weiß nicht, ob er das ein bisschen, ob er das nicht ein bisschen zu weit gehen würde. Ein bisschen. Wo willst du hin, mein Freund? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich will die Welt nicht. Oh, ich will darüber. Wo willst du hin, mein Freund? Das werden wir gleich sehen. Da muss das Pferd immer durch das Treppenhaus schleusen. Ich sehe, ich kann Pferde nicht leiden. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Was du mal auf dem ein echtes Pferd auf dem Flur. Was du mal reiten?
Ja, ein Pferd auf dem Flur. Die Sache war nämlich ich. Das ist so niedlich. Ich war mal mit, ich habe keine Ahnung. Ich war, oh fuck, die Mission. Nicht allzu alt war ich da. Ich weiß nicht, wie eine Stockente. Was? Stockenten sind super. Auf jeden Fall. Ich fand das damals scheiß beängstigend. Die Sache war nämlich, das Pferd war fucking groß. Ich dachte mir, oh Gott, wenn ich da runterfalle. Ich hätte Höhenangst auf dem Pferd. Unlimited Ace hat dann Slaughtered Primadonna Subscription verschenkt. Vielen lieben Dank. Und, Morgi, kannst du meine Ehre wiederherstellen und den Leuten zeigen, wie man das souverän macht? Oh, ich wollte das eigentlich regulär machen, aber ja, kann ich machen. Ja, mach's ruhig regulär. Okay. Souverän ist souverän. Laufenten sehen auch super aus. Ne? Keine Ahnung, was das ist. Wisst ihr, dass eine gute Ente ist? Laufenten sind der Shit. Laufenten sehen aus wie normale Enten, nur die laufen halt. Also, der Körper ist aufrecht. Die sind ganz groß. Und wenn die laufen, dann laufen sie. Wenn wir die beim Hunter-Militärlauf mitmachen, dann schaffen sie nicht allzu viel. Sind tatsächlich keine ausdauernden Tiere, aber dennoch. Weißt du, welche Tiere scheiße sind? Ja. Gänse. Gänse sind Arschlöcher. Mein erster Beweis, Gustav Gans ist ein Arschloch. Zweiter Beweis, wer war der eine aus der Serie mit der Gans? Moment, was? Das ist kein guter Beweis. Doch. Wir wissen beide nicht, wovon du sprichst. Doch. War es die Zolgason? Ja. Ja. Der war ein Arsch. Die Gans war eine Bitch. Alter! Ich mochte Akka so gern. Ich glaube, ich mochte Akka ein bisschen zu sehr dafür, dass ich so klein war. Nein! Ich erinnere mich nicht mehr daran, ehrlich gesagt. Ich fand die so fucking sympathisch. Ich mochte autoritäre weibliche Figuren. Okay. Und Akka war die Anführerin. Du sollst vielleicht Witcher 3 spielen. Ich glaube, du bist so ein Trist-Typ. Ich glaube, das ist ein Vollidiot. Trist-Typen sind Vollidioten. Danke. Hey Chat, wer von euch bevorzugt Triss zu Yennefer? Dann werde ich darauf achten, dass ich glaube, ich mag diese andere Hexerin. Welche Haarfarbe? Weiß. Das ist deine Tochter! Nein, nicht die. Ziehtochter. Außerdem ist es doch egal, wen ich mag. Hat doch nichts damit zu tun, ob der mit... Doch. Wie heißt der? Ewald. Wie heißt der? Erwin. Ja, genau. Nein, der ist Geralt. Nein, Moment, ich weiß, es ist Geralt. Geralt von Riva. Ewald, bist du nah dran? Egon! Oh Gott, Moggy, was tust du? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Egal, die wäre gerade fast das gleiche passiert wie mir. Aus der Höhe bin ich auch schon mal gefallen. Jeder mit deinem Funken ach, selbst wird um die Ecke krabbeln. Triss, ich bitte dich. Triss wird immer besser. Ich meine diese Steinmetz oder so. Steinmetz? Nein, wie heißt sie denn? Meinst du den Dummtroll? Die spielt Kleider verstecken mit dir. Mit Geralt, meine ich. Oh, was? Was? Ich die hab mich umgebracht, die Bitch. Ja, das mag ja sein. Hat sie auch verdient. Ja. Ich hab mit ihr geschlafen, dann hab ich sie umgebracht. Weißt du warum? Solche Informationen, die alle magischen Wesen negativ behaften würde, einfach an den Feind verkaufen, an den Kaiser. Dann habe ich den Kaiser umgebracht. Siehst du Metz? Die hatte Metz im Namen. Ich mag Metz. Ich hab sie gern. Was? Nein, niemand. Gern nein, nein, nein. Mal mit ihnen verkehren. Niemand mag sie. Keira. Ja. Niemand Kira kann Metz. Als ob dir jemand leiden würde. Chat, mag die irgendjemand? Ich bitte euch. Hey, ich kenne ihren Charakter nicht. Ich würde sie schubsen, ich auch. Ja, auch das Aussehen. Alles. Mein Gott, ich habe das Spiel nicht mal gespielt. Alles an ihr ist scheiße. Ich mochte den Gedanken, dass sie Kleider versteckt, okay? Ich bin ein einfacher Mann. Das reicht nicht. Hab sie gekillt. Nice. Also du kannst mich mal vom Aussehen her. Läufst du wieder auf deine Sehstärke hinaus? Nur weil ich irgendjemanden sexy finde, den du nicht so besonders viel Beachtung schenkst, dann spannen wir uns wenigstens nichts aus. Das würden wir auch sowieso nicht. Doch.
Warum? Es steht 0-0 da. Das ist unser tägliches Game, Situation. Okay? Niemand punktet. Wir prügeln uns ständig um irgendwelche. Du bist übrigens dran. Weiber. Okay. Das weißt du was? Vielleicht finde ich Kaira gar nicht mal so schlecht, wenn ich genau drüber nachdenke. Danke. Nur weil man sie umbringt, heißt das ja nicht, dass man sie nicht wie ein Objekt behandeln darf. Wisst ihr was? Johnny hat ein paar gute Punkte, was das Ganze angeht. Stream wird schon wieder merkwürdig, Moginam wird er nicht. Ich glaube, die hatte Lidschatten drauf, da werde ich schwach. Das haben sie aber, glaube ich, alle. Das mag sein. Da siehst du die da, die macht mich schwach. Die hat Lidschatten drauf. Oh! Warum hat die Minderjährige hier Lidschatten drauf? Rittersporn bleibt die Nummer 1. Das entspricht wahrscheinlich der Wahrheit, aber er lügt viel. Das ist eine Ananas. Alter Johnny. Alter, ich hatte gerade Speedhacks an, falls du das gesehen hast. Nein. Johnny, weißt du, was eine Sache ist, die du irgendwann mal machen sollst in deinem Leben? Die Ananas hat den Premium-Platz auf dieser Insel. Oh ja, du hast recht. Sollst du irgendwann in deinem Leben mal Witcher 3 spielen? Das sollte eigentlich jeder mal gemacht haben, bevor er stirbt. Ich will in meinem Leben noch so viele Videospiele spielen. Ich hoffe, wenn ich mal berufstätig bin, habe ich dafür Zeit. Ich sollte Streamer werden oder so. Du bist Streamer. Nur kein guter. Du streamst nie. Ich komme nicht zur Arbeit. Brauchst du nicht den Orangen Yoshi sogar? Ich bin mir gerade nicht sicher. Johnny würde gerne Kleider verstecken mit Kira spielen. Hoffentlich wendet sie keine optischen Täuschungen gegen ihn an. Weil sie ist ein Typ. Alter, hast du gesehen, wie punktgenau ich... Wow. Das war ziemlich beeindruckend. Und der dafür werde ich jetzt hier runterfallen. Oh, die komischen Würfel. Was ist das, ein Gamecube-Spiel? Den fandest du gerade selber so viel lustiger, als du solltest. Es ist ein Gamecube-Spiel und hier sind immer Würfel unterwegs. Das ist aber nicht weißt so lustig, nicht wie bemerkt du denkst. Habt. Scheiße, das war komplett falsch abgeschätzt. Ja. Du bist jetzt dran, oder? Oh nein. Gern geschehen. Ich glaube, ich fände es auch schön, wenn sie da ein bisschen andere Musik hätten. Ich meine, ich mag das Lied, aber es wird alt mit der Zeit. So wie Kaira. Da muss sie sterben. Da muss sie sterben. Manchmal muss sie einfach sterben, okay? Mhm. Wie, was ist mit der Timeline, wo sie lebt? Verrät sie einen da oder so? Nicht einen direkt, aber... Sie ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht derselben Meinung ist wie Geralt in vielen Punkten. Man könnte sagen, sie arbeitet mit den Supernazis der Welt zusammen. Oh. Obwohl sie kein Supernazi ist. Sie ist einer eigentlich von denen, hinter denen sie her ist. Also sie sagt sich dann, ja gut, ich werde so oder so sterben, dann gebe ich ihnen einfach die Informationen. Du kannst ruhig den tatsächlichen Begriff nehmen. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ich habe keine Ahnung, was der Name war von dem Kaiser. Die Schwarzen waren es aber, glaube ich, tatsächlich. Ja, irgendwie sowas klingelt bei mir auch. Apropos von Trump an die Macht, 5 Bits. Die schwarze Macht. Ich gebe dir meinen letzten Bit, Bissen. Ha, der ist ziemlich humorvoll, wie lieben Dank. Was ich nie verstanden habe an diesen... Bis aufs letzte Hemd. Special-Welten. Ja. Warum sind da so selten... Ich meine, ich kann die Melone akzeptieren, ich okay? Das ist ein japanisches Ding, aber der Eiswürfel. Ich bin für lange Zeit davon ausgegangen, dass das einfach nur ein Block ist, den man so Super Mario World mäßig, dass man nur einen Block aktivieren kann, damit die Blöcke sichtbar werden oder so. Das sind ja einfach Eiswürfel. Ich dachte auch, damit kann man irgendwas machen, dass man ja, das schmelzen kann oder so. Ja, dass es noch darauf wartet, dass man damit interagiert. Ich glaube, man kann die sogar... Nein! Oh mein Gott, das war sowas von gemein. Also eigentlich kann man... Ich glaube, die kann man auch schmelzen oder so, aber ja nicht ohne Flat. Kann die mit Flat schmelzen? Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, ich habe nie diese 8 roten Münzmissionen in diesen Welten gemacht. Ich schon, aber dafür muss man das nicht machen. Ja, ich meine nur, dass ich mit Flat auch nie hier... Hey, ging war von den Eiswürfeln. Ja, aber deswegen meine ich habe keine Ahnung, wofür die gut sind, ehrlich gesagt. Oh Mann. Das war, du hast dich fast gesaved. Mich macht der Eiswürfel irgendwie einfach glücklich. Ich sehe nach einem sehr traurigen Leben. Diese Level sind halt über Parsec echt unmöglich, habe ich das Gefühl. Das ist okay. Das ist mein richtiger Pro, das machen. Ich muss mich schon anstrengen, nicht einfach von so einem Block runterzulaufen. Weil ich zu spät A drücke. Ja.
Du bist doch ein Vollidiot. Hey. Jones, wenn ich das Gimmick mit dem Wasser und dem Schlamm super und heute auch noch Sunshine 2 soll kommen. Ich meine, ich will Sunshine 2 irgendwie gar nicht. Wieso sollte man das machen? Ich wäre nicht komplett dagegen, aber ich... Also ich wäre nicht komplett dafür. Aber ich hätte auch nichts dagegen. Ich meine, ich mag das Urlaubsfeeling und so davon. Deswegen, ich auch, ich liebe ja auch Sunshine. Wenn ich nochmal ein bisschen in den Urlaub fliegen kann, virtuell. Nicht in ich echt. Ich wollte auch immer, dass ein Sunshine 2 kommt. Aber? Aber es muss ja nicht Sunshine 2 sein. Es könnte ja auch ein ähnliches Spiel in besser sein, ohne dass es Sunshine 2 ist. Ja, aber das Urlaubsfeeling. Na gut, ehrlich gesagt doch. Wenn Flat und so wieder da ist, ist es ja Sunshine 2. Und darauf hätte ich schon Bock. Ich hätte tatsächlich Bock auf ein Mario-Game, was wieder, wo man vielleicht mit besseren Controls eine Wasserpistole hat. Ich muss halt sagen, die Stärke von Sunshine war ja im Großen und Ganzen die Welten und sowas. Und das Set, die Atmosphäre, wenn man das in so wirklich guter Grafik sehen würde und sowas, vor allem mit den ganzen schicken Lichteffekt und so, die es heutzutage gibt, das wäre halt, das wäre ziemlich cool. Oh Gott, das wäre so super. Warum gab es kein Mario Odyssey DLC bis jetzt, wo es Sunshine gibt? Die haben doch sogar die Insel hinzugefügt. Haben sie? Ja, auf der Weltkarte ist die Delfino-Insel zu sehen. Oh, das ist ziemlich cool. Was dafür sprach, dass sie so ein DLC machen. Aber es kam dann nicht. Noch nicht. Naja, ich hasse Mario Odyssey. Vielleicht ja bei der nächsten Direct. Das wird nichts. Ja, wir machen lieber safe. Wobei, das ist auch nicht mal so safe. Das ist überhaupt nicht besser, ehrlich gesagt. Nee. Du kannst auch von hier darüber. Oh, egal, wir machen das jetzt. Versuch's mal von hier mit einem Drehsprung, das kriegst du hin. Mit dem Drehsprung, das kann ich nicht, mit dem kann ich nicht umgehen. Von hier aus. Ja, also du kannst doch den Rückwärtssalto machen, aber das reicht bei langem nicht. Mit dem Drehsprung sollte das gehen. Naja, ich weiß, was ich mache. Chat, macht euch nicht über mich lustig, wenn ich es nicht schaffe, okay? Okay. Nein! Ich wollte A und B drücken! Nein! Ich wusste, dass du das wolltest. Es wäre auch die einzige Möglichkeit gewesen, es zu machen. Und ich habe mich gefragt, wo ist B? Wo ist B? Da ist B. Ich habe A und B gleichzeitig gedrückt, dass nichts passiert. Warte, ich versuch's nochmal. Jetzt würde ich mit Delay hier, mit dem du musst ist es ja ganz kurz nacheinander machen. Ja, ich gemerkt. Halt die Schnauze, du hast kein Delay. Ich hab ja gesagt, ich mach das, weil es bei dir für dich mit Delay nicht wirklich funktioniert. Ach so. Oh, du hast kein Delay. Weißt du was, ich werde jetzt das, was du gesagt hast, noch 5-mal wiederholen, um allen zu zeigen, wie falsch du lagst. Ich dachte gerade, du hättest gesagt, das hat nicht geklappt, weil ich Delay habe oder so. Nein. Doch. Es hat nicht geklappt, weil ich Delay habe. Okay. Das ist eine Lüge. Nein. Willst du mich gerade vor Chat als Lügner bezeichnen? Was war das? Was? Wieso hast du den Block einfach verpasst? Ja, weil ich auf den nächsten warten wollte. Achso. Ich kritisiere jetzt alles, okay? Oh nein, nicht schon wieder. Lass dir keine Pause. Das ist wie der Stream gestern, als du im Chat warst. Ja, das stimmt. Ich habe meine Pumpernickel-Geschichte erzählt. Gott, ich war so sauer, dass du nicht wusstest. Du das hast mit dem Greifhaken. Du hast 10-mal auf den Nippel gezielt und ich okay, dachte, mir, willst du mich verarschen? Pass auf, das mit dem Greifhaken. Mit dem extra Symbol, ich habe Ocarina of Time gestern gespielt, mit dem Greifhaken. Wenn man da irgendwo, 3D habe ich gespielt, wenn man mit dem Greifhaken irgendwo hinzieht, wo man sich festhaken kann, dann kommt da ein anderes Symbol. Allerdings, ich habe heute bei Clay den Sleep Randomizer gesehen. Den Ocarina of Time Randomizer. Du meinst, im Original ist das nicht so? Yes. Das mag ja sein. Und ich habe das Remake, die 3DS-Version davon nur einmal gespielt, das war vor Jahren. Ich bin trotzdem extrem sauer, dass du 10-mal daneben zielst und so tust, als wäre das eine Try-and-Error-Sache, ob man mit dem Greifhaken was trifft. Weißt du, wie sauer ich das gemacht hat? Nein, ich merke aber schon. Zumal du nämlich, also pass auf, man kann bei dieser einen Statue, kann man nämlich den Nippel greifen aus irgendeinem Grund mit dem Greifhaken und sich da ranziehen, okay? Mhm. Und Morgi hat da hingezielt und man hat eindeutig gesehen, wo er hinschießen muss, weil das Symbol sich geändert hat. Und dann hat er 10-mal daneben geschossen und ist abgehauen, weil er dachte, ja, das funktioniert nicht. Ich hasse es, wie Johnny meine tiefen Wahrnehmungswitze ignoriert. Aus lauter Wut muss ich nochmal spenden. Schaut nur, was er aus mir macht. Nein! Hör auf, wie tiefen Wahrnehmungswitze zu machen! Ja, genau in dem Moment, wo Morgi seine tiefen Wahrnehmung nicht... Naja. Ja.
Oh Gott, mach mir eine andere Mission. Ich hab keine Lust. Nein, die mache ich jetzt. Oh. Aber wie viel eben da über den Wimper? Oder gehe ich nochmal ins Hotel? Überrasch uns, überrasch uns. Ich gehe nach Noki Bay. Warum kann ich das Stream nicht einfach enden? Hey, hey, hey. Entschuldige, Tom. Alter, was soll einem das hier bedeuten?